Ja, hu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute Vampire the Masquerade in der 5. Edition dieses wunderschöne Buch, falls ihr es im Buchhandel suchen wollt. So sieht es aus. Heute mit dabei der Kakko als Bruce. Guten Abend. Und Lilio als Dr. Angela. Hallöchen zusammen. Und die Feramin als Samantha. Hallo. Und last but not least der Araiguma als Isaiah. Hallo zusammen. Heute etwas trübmilchig, aber gut. Wirklich? Habe ich noch dieses Hintergrund-Verwaschungsdingsbums? Ach Gott. Dass das jedes Mal ein Hoch besser ist, geil. Hi. Naja. Wir spielen Vampire the Masquerade in der 5. Edition und direkt mal vorneweg eine kleine Warnung an alle, die da draußen zugucken wollen. Vampire the Masquerade findet statt in der World of Darkness, die heißt nicht umsonst so. Das heißt, es könnten Themen vorkommen, die einige Leute triggern. Und allgemein kann es dazu kommen, dass die Charaktere oder eben Nicht-Spieler-Charaktere Dinge tun, die die Spieler hier niemals in ihrem echten Leben wirklich tun würden. Bitte trennt das. Wir machen das hier nur zum Spaß und zu eurer Unterhaltung und zu unserer auch. Und niemand von uns würde jemals Menschenblut leer trinken oder so. Hoffe ich. Ja. Und falls ihr irgendwas in der Folge jetzt hier vorfindet, das euch triggert oder sonst irgendwie, einfach ausschalten. Es gibt genug andere tolle Streams, die ihr gucken könnt. Nehmen wir euch nicht krumm. Guckt dann beim nächsten Mal wieder zu. Genau. Und wir spielen in der 2018 sind wir. Immer noch. Mit der Runde. Wir sind am 30.12. 2018 unterwegs in der kleinen Stadt ohne Namen an der Grenze zu Mexiko in den USA. Und diese Stadt hat eine merkwürdige Eigenschaft für die noch nicht früher zugeguckt konnten, denn diese Stadt die Eigenschaft, dass Vampire sie nicht mehr verlassen können, wenn sie einmal drin sind. Also sie können sie schon verlassen, aber sie sterben dann, glaube ich. Also hat noch keiner ausprobiert, richtig. Also Isaiah hat es mal ausprobiert und das hat ihm ziemlich wehgetan, hat er beschlossen, nee, das mache ich lieber nicht. Es gab einige Irrungen und Wirrungen in dieser kleinen Stadt ohne Namen. Die Menschen scheint es nicht zu interessieren, dass die Stadt keinen Namen hat und auch auf Karten ist sie kaum, also eigentlich nicht verzeichnet. Und in der Vampirgesellschaft gab es große Umbrüche, die wir im letzten Jahr alle bespielt haben. Und Endresultat haben jetzt unsere Vampire mehr oder weniger Macht bekommen in der Stadt. Samantha ist die neue Harp hier der Stadt geworden. Dr. Angela hat einen Primogenrat-Posten für die Brucher bekommen, ist allerdings die einzige Brucher in der Stadt, zumindest die, die zur Camarilla gehört. Kakko ist das Kind einer der neuen Primogenen, der Gangrel-Primogenen. Hat dadurch natürlich auch etwas mehr Einfluss. Viel mehr will er, glaube ich, aber auch nicht haben. Und Isaiah, wie wir in der letzten Folge miterleben konnten, hat einen ganz besonderen Status. Eigentlich keinen offiziellen, was eigentlich ganz gut ist für einen Vampir. Sondern er ist so ein bisschen das Lieblingskind des neuen Prinzen. Und wurde von dem neuen Prinzen gerettet vor einer bösen Strafe, die der alte Prinz oder beziehungsweise die alte Administration Isaiah aufgebrummt hat. Denn Isaiah war ein bisschen ein böser Vampir, ein bisschen die Maskerade gebrochen, wurde dafür bestraft, aber naja, der neue Prinz sagt, der ist so nett und so und ich mag den und ja, retten wir ihn doch einfach mal. Und seitdem ist Isaiah wieder unter den Vampiren der Stadt anzutreffen. Ja, und was noch keiner der anderen Vampire so richtig weiß, ist, dass Isaiah sogar Diablerie begangen hat in diesem Prozess des Gerettetwerdens. Und so ein ganz anderes Auftreten, richtig anders ist es nicht, aber so ein bisschen
Ja, er ist sich bewusst, dass er nun das Lieblingskind des mächtigsten Vampirs der Stadt ist. Ich glaube, das hat man letztes Mal deutlich gemerkt. Ja. Und im Inneren von Aisea tobt immer noch so ein bisschen die Konsequenz der Diablerie. Er fühlt, dass das Blut in seinen Adern dicker und potenter geworden ist. Aber er hat halt auch die Seele eines anderen verschlungen, das erste Mal in seinem Leben. Und ja, das ist auch nicht ganz ohne Spuren an ihm vorübergegangen. Eine merkwürdige, ja, neue Lust hat ihn erfasst. Er möchte unbedingt musizieren. Ein Künstler! Ja, wir haben vor dem Stream ein bisschen herumgewitzelt. Wir wollen demnächst eine Vampirband aufmachen. Das ist ja auch noch nie schiefgegangen in irgendeiner Roman- oder Filmvorlage. Ihr könnt ja mal vorschlagen, welche Stilrichtung die spielen sollen. Wir hatten uns auf Schlager geeinigt, weil alle das gleich scheiße finden. Lieber nicht. Wobei ich weiß gar nicht, ob Amis überhaupt Schlager kennen. Also, naja, ist ja quasi Country bei denen. Ja, also ich glaube, der deutsche Schlager ist noch anders als der Country in den USA. Das kann sein, ja. Also er möchte jedenfalls kein Country spielen. Hm. Ja. Eigenartig, denn ich glaube, die Seele, die du verschlungen hast, die war ziemlich auf Country. Aber ja, gut. Country und Western wird hier schon gesagt. Siehst du? Ja. Ja, und wie gesagt, der 30.12.2018 haben wir in Time. Und das neue Jahr steht also vor der Tür. Und es stehen ja noch einige Dinge an, die unsere Vampire zu tun haben wollten oder die sie noch erledigen wollen, bevor das neue Jahr anbricht. Samantha hatte als neue Harpie ja einen Auftrag bekommen, ein Etablissement in der Stadt zu eröffnen, einen Schuppen, wo Vampire umsonst trinken dürfen, so ein bisschen Common Ground für alle Vampire. Und hat sich da in den letzten Tagen viel drum gekümmert, wollte aber auch eigentlich noch ein bisschen mit verschiedenen Vampiren in der Stadt nochmal unter vier Augen reden. Bruce hat beim letzten Mal merkwürdige Dinge außerhalb der Stadt bei einer kleinen ehemaligen Mine gefunden. Er ist auch da reingegangen, hat sich aber nicht ganz bis in die ganzen Untiefen dieser Mine hereingetraut. Hat nur gemerkt, dass da irgendwas ist und dass Prnava, der alte Tremere, irgendwas mit dieser Mine zu tun hat. Aber was genau, weil konnte Bruce jetzt auch nicht herausfinden. Aber er hat sich vorgenommen, da nochmal näher zu forschen. Ja. Und Dr. Angela hat die Zeit damit verbracht, um erstmal ihren Primogenenposten zu ordnen. Dann ist zu dem Primogenenposten gehört ja auch ein ordentliches Gebiet, wofür man zuständig ist. Und das muss ja auch irgendwie repräsentativ sein. Leider sieht das der neue Prinz nicht unbedingt so wie Dr. Angela, denn die Prinz meint, warum behältst du nicht einfach das Gebiet, was vorher deinem Klüngel gehörte? Spreche ich dir hiermit zu, mach mal. Und damit hat Dr. Angela jetzt aber als einzige Territorienanspruch über dieses Gebiet. Was vielleicht auch so ein kleiner Seitenhieb gegen John ist, dein Mitklüngel Ventru, den die Prinz nicht so richtig leiden kann. Aber wer weiß das schon, ob sie so weit gedacht hat oder nicht. Ja, Dr. Angela hat auch mal geschaut, was in diesem alten Behausung des Klüngels denn noch so da ist, weil John und den Dicken hat man seit dem Elysium nicht wiedergesehen. In der Tat sind sie da nicht mehr vor Ort. Viel Zeug hatten die Leute ja nie. Wenn du nachschaust in den einzelnen Zimmern deiner Ex-Klüngel oder noch Klüngel, noch ist er ja nicht offiziell aufgelöst, findest du tatsächlich weniger Sachen, die da sind. Also die Kleidungsstücke sind zwar nicht alle, aber ein großer Teil davon weg.
Und in dem Zimmer von Samantha und Andrew findest du in der Tat ein totales Durcheinander, weil überall Zettel an der Wand hängen und die Wand bemalt ist und ein heilloses Durcheinander da ist. Also es sieht nicht so aus, als ob da jemand irgendwie groß irgendwie irgendwas durchsucht hätte oder so, aber es ist halt von sich aus schon ziemlich durcheinander. Ja. Okay, in dem Fall habe ich doch mit Sicherheit noch die Kamera, die wir damals zum Beschatten vom Bürgermeister gekauft haben und würde das so, wie es jetzt dort hängt, abfotografieren. Mhm. Beziehungsweise hätte es so abfotografiert. Und danach hätte ich alles abgehangen, also ordentlich, wie es mir irgendwie möglich ist, in eine Kiste verstaut und auch mitgenommen. Ja. Es sind auch mehrere Notizbücher, die zerfleddert, teilweise Seiten raus oder angerissen, irgendwie dick mit dicker Farbe beschmiert und teilweise mit Blut beschmiert. Nimmst du die auch mit? Ja, ich werde einfach alles... Alles einpacken. Alles einpacken. Umzugskarton. Genau. Hier, Sam, nimm. Quasi. Ja. Dann hast du ja einen Vorwand, um Sam mal aufzusuchen in ihrem neuen Domizil. Dann kann Samantha direkt mal sagen, wo sie denn jetzt eigentlich haust. In diesem Rohbau des neuen... Ja. Dieses neuen Etablissements, das heißt überall Handwerker zum Gange und es dauert ja eine Zeit lang, bis man so eine Diskothek aufgebaut hat. Ja. Aber oben das Büro kann man ja schon herrichten. Ja. Aber die Sachen sollten eigentlich zu Ronan gebracht werden. Tja. Aber gut. Ich weiß nicht, sind auch Sachen von dir noch dort gewesen? Nein, die hatte ich schon abgeholt. Ja, hast du schon. Also wenn überhaupt nichts von dir da ist, dann an wen gebe ich das denn dann? Ich hatte von dir ich habe meine persönlichen Sachen. Ja, na, Isaiah, genau. Und ich habe die Sachen eingefordert, die Isaiah bei dem Stalker gebunkert hatte. Okay. Die Sachen sind bei mir. Es geht jetzt nur um die ganzen Notizen, die Andrew gemacht hatte. Ja. Weil er richtig damit nochmal losgelegt hat, nachdem Sam schon vom Klüngel weg war. Mhm. Und du hattest, es war ausgemacht, dass die Barone landen. Dass die Barone landen, das ist richtig. Aber ich weiß ja auch, dass jetzt das Problem mit Ronan und seiner Blutbindung da bestehen. Deswegen. Du hast ihn seitdem nicht nochmal gesehen. Nicht nochmal gesehen, das ist richtig. Deswegen bleiben die doch erstmal in dem Kasten in irgendeinem Keller oder auf dem Dachboden, den ich dann habe. Und würde das erstmal nochmal, glaube ich, auch mit Sam bereden wollen, einfach, was damit passiert. Ja. Kannst dir ja eine Nachricht zukommen lassen, dass du diese Sachen abgehängt hast, dass sie sich die abholen kann. Also. Erstmal, ob sie überhaupt Interesse daran hat. Wie schickst du denn eine Nachricht an Sam? Sam hat ja kein Telefon. Ich frage einfach ganz blöd bei, keine Ahnung, irgendeinem Vampir, den ich immer treffe, wenn Sabra sein muss, ist mir dann im Endeffekt in der Hinsicht total egal. Ich frage sie, ob sie weiß, wo Samantha jetzt ist. Und wenn sie mir das sagt, dann gehe ich dahin und versuche sie anzutreffen oder hinterlasse ihr eine Nachricht, wo ich dann mich befinde, wenn sie mich aufsuchen will. Ja, was anderes würde mir auch gar nicht einfallen. Dann kriegst du auf jeden Fall ja raus, wo Sam jetzt diesen Schuppen da plant und ja, dann kannst du da vorbeilaufen, wenn du möchtest. Ja, das würde ich dann tatsächlich tun, ja. Ja, wirst du auch da antreffen. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Mustern für irgendwelche Wandfarben, Tapeten, sonstiges, um schon mal hier die Innenausstattung zu planen. Welches Schwarz nehmen wir? Es gibt verschiedene Schwarztöne, ja. Dann würde sie wahrscheinlich angeklackert kommen und einige von diesen Mustern sehr komisch anschauen. Eher zweifelnd.
Ah, scheinst dich hier kreativ ausleben zu können, hä? Nun ja, es sollte ja ein bisschen nach was aussehen. Das ist richtig. Aber ich glaube, dieses komische Flieder da drüben würde ich auf jeden Fall weglassen. Das sieht ja grauselig aus. Ja, das... Ich versuche noch herauszufinden, was die Lieblingsfarben von Sabra sind. Gold. Außer Gold. Und mich spielt. Stimmt, wenn man sich so anschaut, wie sie dekoriert, dann. Gute Frage. Wirst du ja auch? Ich denke vor allem, der VIP-Bereich sollte auf ihren Geschmack abgestimmt sein. Ich denke mal, sie wird sich öfters dort aufhalten. Notfalls kannst du sie immer noch selber fragen. Ich bin mir sicher, dass sie entzückt sein wird, wenn sie um ihre Meinung gefragt wird. Nein, nein. Sie möchte, dass man das selber herausfindet. Aber das wird schon. Sie ist eine, etwas arrogante Persönlichkeit. Um es mal freundlich auszudrücken. Aber was hat dich hergeführt? Sicher nicht, um hier ein Gespräch über Innenarchitektur zu führen. Richtig. Wie du vielleicht auch weißt, bin ich mittlerweile auch ausgezogen aus dem alten, schäbigen Bürogebäude. Und ich habe alle Sachen, die dort waren, mitgenommen. Auch das, was von Andrew übrig geblieben ist. Und ich wollte fragen, ob du die haben willst oder ob du entscheiden möchtest, was ich damit tue. Was genau hast du denn da von ihm? Na, einige zerfledderte Notizbücher, das, was an den Wänden hing. Eine Menge komischer, okkulter Kram, mit dem ich absolut nichts anfangen kann. Ich glaube, die Sachen sind bei Ronan am besten aufgehoben. Er wollte da Nachforschung anstellen. Und das fällt eher in seinen Kompetenzbereich. Meinst du, das ist die beste Idee jetzt, wo er Sheriff ist mit all seinen Pflichten? Nun, er hat zu mir gemeint, dass es nicht so, wie soll man sagen, dass er immer noch denken kann. Und ich bin mir sicher, Jelly wird ein Auge auf ihn haben. Da wirst du wahrscheinlich recht haben. Auch. Ich kann das einfach überhaupt gar nicht einschätzen. Ich habe einfach gar keine Ahnung von diesen Banden und... Ronan hat eh schon Teile der Notizen. Wenn er damit etwas anrichten wollte, dann könnte er das schon längst tun. Aber möglicherweise kann er uns ja zusammen mit Jelly tatsächlich helfen, aus dieser Stadt herauszukommen. Okay. Ich wollte dich trotzdem mal gefragt haben, weil du halt irgendwie immer noch am ersten das Erbe antreten solltest, so, aber weiß es nicht. Aber gut, dann werde ich Ronan Bescheid sagen und ihm das vorbeibringen. Tu das. Und weil du es gerade angesprochen hast, ich möchte nur, dass du weißt, dass alles, was jemals zwischen uns stand, was über eine reine Zusammenarbeit gegen die Camarilla drüber hinausgeht, am Elysium mit Andrew zu Asche zerfallen ist. Ich habe eigentlich nichts anderes erwartet. Du wärst es ihm schuldig gewesen, den Mund aufzumachen. Oh, ich bin die am meisten den Mund aufgemacht hat. Das hättest du eigentlich mitbekommen sollen. Generell ja, aber als die Anklage gegen ihn, du hättest auch was sagen können zu den Gedächtnisverlusten. Du hast das selber mitbekommen. Ich weiß nicht, was du mitbekommen hast, was wir noch beredet haben. Er hat mich aufgefordert, nichts zu sagen. Er hat mich aufgefordert, sitzen zu bleiben und ihn machen zu lassen. Ich habe nicht gegen seinen Wunsch, was das angeht,
antreten wollen. Ich habe sowieso nicht gewusst, was überhaupt auf dem Spiel steht. Aber Beginn. So hast du ihn unehrenhaft erscheinen lassen. Und Andrew war viel, aber nicht unehrenhaft. Ich habe das gesagt, was ich dazu sagen konnte. Aber auf mich, wirklich auf mich gehört hat ja sowieso niemand dort. Zu dem ich habe getan, was ich dachte, was mir möglich ist. Aber ich gebe auch zu, ich bin froh, nicht dort vorne auf der Tribüne gestanden zu haben und mir den Kopf abpacken zu lassen. Und ich glaube, das kannst das du mir hätte auch ich auch nicht von dir. Nein, das verüble ich dir auch nicht. Aber dieses, dass Andrew Termine vergessen hat und das mit seinem Gehirn herumgespielt wurde und er deshalb vieles vergessen hat, dazu hat niemand etwas gesagt. Gut, bei John wundert es mich nicht, weil er ja derjenige war, der das getan hat. Das Problem ist, ich wusste es ja nicht. Ich hätte ja gar nicht wissen können, ob er das absichtlich gemacht hat oder nicht. Egal, ob ein anderer Art und Weise irgendwie mit seinen Erinnerungen gepfuscht wird. Ich wusste nicht mal, dass es solche Briefe gibt. Woher hätte ich denn wissen? Also, ich habe absolut keine Ahnung. Es geht mir dabei, es geht mir jetzt nicht um diese Verabredung mit Malcolm, die er verpasst hat, aber dass an seinem Gehirn herumgepfuscht wurde, dass er nicht voll zurechnungsfähig ist. Da hätte ich irgendwie auch haben da nicht genug Leute drüber geredet? Nein, darüber hat keiner geredet. John hat brav den Mund gehalten. Ich habe es gesagt, ja, aber es hat niemand das unterstützt. Hat aber auch niemand etwas dagegen gesagt. Niemand hat irgendwie behauptet, dass es anders wäre. Und ich glaube, dass du in dieser Situation als sein Kind die allermeiste, ich weiß nicht, Glaubhaftigkeit hattest, wenn... Nein. Eben in diesem Moment nicht, weil ich sein Kind bin. Weil keiner einschätzen konnte, wie sehr ich noch unter seinem Einfluss stehe. Von daher wäre es gut gewesen, wenn auch jemand anderes vielleicht noch etwas gesagt hätte. Jemand, der ihm vielleicht ein Stück weit dankbar dafür sein sollte, dass er in den Klüngel aufgenommen wurde. Obwohl Andrew es eigentlich nicht wollte. Ich habe getan, was ich dachte, was für mich das maximal wäre, was ich tun kann. Ich mache mir keine weiteren Vorwürfe mehr. Ich habe die erste Woche nach dem Elysium mir genug Vorwürfe von allem gemacht und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Dieser in diesen Scheißklüngel zu gehen, war das Schlimmste, was ich hätte machen können. Ich habe nicht gefragt, in eure beschissenen, komischen Beziehungsprobleme reinzukommen. Es hat dich niemand gezwungen, Angela. Hat mir aber auch niemand was von... Ja, ihr habt mir da was vorgeschwärmt. Oh, und ein Klüngel hält zusammen. Wir gehören zusammen, bla bla. Ich nicht. Ja, aber du hast trotzdem dazugehört. Und es ist auch nicht so, hättest du mich davor gewarnt oder irgendwie sowas in der Art. Nein, ich bin da komisch reingeraten und um mich herum ist alles in Luft aufgegangen. Hat mal irgendwer gefragt, wie ich mich in der Situation fühle? Nee, weil das... allen total scheißegal war, weil ihr alle mit euren eigenen Problemen erstmal umgehen musstet. Ganz ehrlich, ist mir okay, wenn du meinst, wenn du keinen Bock mehr hast, irgendwie mit mir zu tun zu haben, alles klar, ich gehe, wir werden uns nie wiedersehen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich habe mit dem Scheiß um euren Klümmel, ich habe einfach absolut keinen Bock mehr. Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe versucht, irgendwie zwischen euch zum Mediator zu spielen. Ja, ich von allen Seiten kam nur Bullshit rein und dann muss ich mir auch noch anhören, dass es meine Schuld ist, das, was auf dem Elysium passiert ist. Ich habe nicht gesagt, dass es deine Schuld ist. Hast du wohl gesagt und ich habe keinen Bock mehr, jetzt noch mehr von dir anhören zu lassen. Ich bin weg. Ich habe nur erwartet, dass du dazu auch was sagst. Ich drehe mich um und gehe heraus. Wenn das, so wie ich das gerade gehört habe, ist da für einen Brucher auf jeden Fall mal ein Frenzy-Test fällig. Richtig. Da kriegt Sam gleich eine Faust ins Gesicht. Was war das nochmal? Ich rolle... Ein Drittel der Humanität. Ein Drittel Humanität. Und, Moment, ich muss selber gucken. Ah, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Composure oder so? Moment.
toll, genau das steht jetzt hier natürlich nicht. Ach, das ist in unserem eigenen Cheat-Sheet, haben wir es drin. Dann guckst du gerade mal nach. Ja, bin schon dabei. Willpower und ein Drittel Menschlichkeit abgerundet. Genau, Willpower, genau, ein Drittel Menschlichkeit. Ja, und die, das können wir als Schwierigkeit festsetzen. Denke, insulted by inferior oder public ja. Humiliation, dann wäre Difficulty 2. Denke, das passt. Ja, genau zwei Erfolge. Du merkst halt schon so, dass das Angela angefangen hat, richtig zu fauchen am Ende und dass ihre Augen ein bisschen angefangen haben zu leuchten, aber dass sie dann im Endeffekt wahrscheinlich auch selber gemerkt hat, dass es ihr langsam zu viel wurde und halt so deswegen auch einfach sich umgedreht hat und rausgestürmt ist und vielleicht die Tür ein bisschen sehr laut hat zu knallen lassen. Wir sind ja gerade eh noch im Renovieren, also. Ah ja, das ist eigentlich egal. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ja, das ist ja prima gelaufen. Ja, was ist denn bei Isaiah so los? Isaiah ist in der letzten Woche, die jetzt quasi so vergangen ist, irgendwann in diesen Musikladen gegangen, der hoffentlich auch noch spät abends auf hat. Hat sich quasi im Schnellverfahren eine Gitarre aufschwatzen lassen und sitzt gerade zu Hause und macht und versucht D-Akkorde zu spielen und scheitert ein bisschen. Fängst direkt mit D, das ist aber schon kompliziert. Sehe ich aus, als würde ich Gitarre spielen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, was ist ein normaler, einfacher Gitarrenakkord? E-Moll ist, glaube ich, das war das Einfachste, was man spielt. E-Moll, okay. Isaiah sitzt in seinem Ich glaube, das kriegt Isaiah aber hin. Ja, jedenfalls, klappt da so drauf rum und nach 10 Minuten stellt er das Ding frustriert in die Ecke und denkt sich, okay, das beiseite. Macht sich auf den Weg, um das alte Domizil des Kümmels aufzusuchen. Mhm. Und wird außerdem noch bei so einem Shop vorbeifahren, der so, ich sag mal, Heimsicherheitsequipment verkauft, sowas wie Kameras und solche Sachen. Und wird ein paar davon in diesem Gebäude montieren. Falls noch mal jemand durchläuft, so irgendwie John, der sich denkt, der muss noch was abholen. Der Letzte, der hier Kameras hat installieren lassen. Denkt er halt, jetzt ist gerade wahrscheinlich keiner da. Der es versucht hat, Kameras zu installieren. Das packt er sich jedenfalls alles in so ein Messenger-Bag und fährt dann dahin. Versucht sich dann ein bisschen auf die Spur von John zu heften. Ja, welche Spur? Ja. Ist noch irgendwas da von John? Also ich möchte ins Gebäude rein, tatsächlich. Und wenn du reingehst, siehst du das Gleiche, was ich eben bei Dr. Angela schon beschrieben habe. Also sind noch Sachen da, aber nicht mehr viele. Okay. Irgendwas, wo ich mir sicher wäre, dass John das mitgenommen hätte, wenn er freiwillig gegangen wäre? Nee. Ja, okay. Aber so gut kennst du ihn jetzt auch nicht. Das stimmt, ja. er macht sich trotzdem die Mühe, so eine kleine WLAN-Kamera quasi da zu montieren über der Tür und sich den Feed auf sein Handy zu schicken zu lassen und macht sich dann auf den Weg, mal bei Roman durchzuklingeln, zu schauen, ob der was von John gehört hat in letzter Zeit. Ja, bei Ronan geht keiner dran. Der scheint schwer beschäftigt zu sein. Traurig. Der Anrufbeantworter vielleicht. Und Jellys Stimme.
Also er sagt, spricht nicht drauf und das, ja, er denkt sich, meldet sich später mal. Und fühlt sich dann so ein bisschen einsam, tatsächlich. Und denkt sich, ja, irgendwie hat er mal mehr Fixpunkte in dieser Stadt gehabt. Ja. Ich springe dann noch mal ganz kurz zurück zu Dr. Angela, wie sie wütend das Gebäude verlässt, die Straße hinuntergeht. Wie läuft jetzt Dr. Angela durch die Stadt? Nimmst du dir ein Taxi oder ein Uber oder? Ich laufe erstmal. Erstmal, um mich ein bisschen abzuregen. Ja, vielleicht jogge ich auch einfach eine Runde. Mhm. In meinen High Heels. Super. Ich kann das sehr gut. Ah, ich bin das schon gewohnt. Ja. Als du dann an so einer Straßenecke vorbeikommst, hörst du ein Psst aus der Ecke. Und bleibe ich auch stehen und guck mal in eben diese Ecke rein. Dunkle Seitengasse. Ist mir egal, ich gehe rein. Hallo? Was? Ruha Primogen, hä? Ja, was kann ich? Das ist so eine kleine, bucklige Gestalt hinter der Mülltonne. Mhm. Hab Informationen, willst du haben? Worüber? Willst du haben oder nicht? Wichtig, das kommt drauf an, ob es... Primogen wollen immer wissen alles. Kommt drauf an, was es nicht kostet. Nee. Gefallen von Primogen immer wichtig. Immer gut. Und wer nur bist klein. Du überhaupt? Nee. Wanze nennen die mich. Wer sind die? Mein Clan. Na gut. Schieß los. Hab mir gedacht, viele intrigieren wollen gegen die neue Primogen. Hab ein bisschen mich umgehört und so. Und heute was gesehen, als du weg bist. Was gesehen, ja. Und was hast du gesehen? Ventru. Das wundert mich gar nicht. Ich nehme an, die haben etwas Besonderes getan. Ventru, Freunde von dir? Ich weiß nicht, ob ich sie Freunde nennen würde. Bekannte vielleicht. Wenn du Spanner sind, überall Kameras anbringen. Wo es genau ist, überall. Das ist tatsächlich interessant. Na, in dein Haus. Okay, ich werde überprüfen, ob das stimmt. Und wenn ja, dann ich gefallen. Dann kriegst du einen ziemlich großen Gefallen von mir in der Tat. Oh, großen Gefallen. Wanze mag. Generell, Wanze, also, wie alt ist, also sieht diese Person so aus? Ja, ist das, also. Das ist schwer zu sagen, ist ziemlich entstellt. Also. Ziemlich entstellt, okay. Gehe davon aus, dass das irgendwie ein Ghoul oder sowas sein könnte. Also so wie er aussieht, könnte er auch ein Nosferatu sein. Könnte auch ein Nosferatu sein, okay. Dann gehe ich, ob Wanze mir folgt oder nicht, ist mir dann im Endeffekt egal, tatsächlich zu meiner Unterkunft und möchte mir... Empfehle mich, Primogen der Bucher. Ich danke dir, Wanze. Und wir dann großes Gefallen. Ich komme drauf zurück. Alles klar. Dann würde ich mal eben nach eben diesen Kameras suchen wollen. Gehst du nach Hause zurück?
Sind es tatsächlich WLAN-Kameras, die Isaiah ja gerade angebracht hat? Das Blöde ist jetzt, du weißt jetzt nicht, welcher Venture die angebracht hat, hast du nicht gefragt. Das ist richtig, aber es ist mir dann tatsächlich gerade auch egal. Wo hat Isaiah die denn angebracht? Im Wohnzimmer. Also es gab jetzt quasi einen größeren Raum, wo alle Zimmer hinführten. Wo wir uns halt sonst so aufgehalten haben. Ja, wie kriege ich am besten heraus, wo was hinführt? Sehr langweilig gewesen. Nee. Ich stelle mich ganz demonstrativ vor die Kamera. Erstmal vor diese Kamera. Sehr schön, ja. Also er sieht das und so, ah, fuck. Fuck. Ich muss, und dreht sich quasi auf dem Absatz um und geht zurück. Das muss ich besser jetzt klären. Okay. Es dauert nur ein paar Minuten, bis es an der Tür klopft. Dann mache ich auf. Ach, ist da. Hab dich lange nicht mehr gesehen. Hab fast schon erwartet, dass du gar nicht mehr zurückkommst. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Es ist ja so eine schöne Stadt. Und beschaulich. Was man lebt ja so gern. Es hat da vielleicht ein kleines Missverständnis gegeben. Ich dachte, du wohnst jetzt woanders und John und der Dicke hängen hier rum. Und ich habe mir gedacht, ich montiere eine Kamera, weil ich John suche. John und der Dicke sind nicht mehr hier. Sie waren seit dem Elysium nicht mehr hier. Ja, ich habe gehört, was passiert ist. Schlimme Sache. Vor allen Dingen, weil... Moment, weiß ich das, dass du dir... ich weiß überhaupt gar nicht, dass du für den Tod von der einen Person verantwortlich bist, ne? Von welcher? Von der Frau, die du da gesogen hast. Ah, doch. Das weiß ich das? Ja, Ronan hat das breitgetreten vor allem. Okay, ja, gut, dann... vor allen Dingen, weil du mit Schuld an der ganzen Sache hast. Ich weiß habe nicht, schon ob man dir das vor schon... dem Elysium meine Strafe für diese Sache erhalten. Und ich bin ein geläuterter Mensch. Du hast deinen Kopf aber seltsamerweise noch. Naja, wenn man... Kleinere Fehltritte lassen sich nun mal ausbügeln. Also hat er den Kopf abgeschlagen bekommen, weil alle Mitglieder seines Klüngels ziemlich viel Scheiße gebaut haben. Aber keiner hat jemanden umgebracht, außer dir. Du siehst, wie die Menschen leben, in relativem Wert stehen zu die Dinge, die die Kaniten so wollen. Es tut mir leid, Angela, das ist die Wahrheit. Hey, sei froh, dass du nicht auch bei dem Elysium warst, ganz ehrlich. Ein bisschen bereut er das. Ich wäre gerne beim Elysium dabei gewesen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich mochte Andrew sehr gerne. Er war ein wenig durch den Wind, aber hatte den Kopf am richtigen Fleck. Und ich vermute, er hatte auch ein Herz irgendwo. Aber vor allen Dingen war er ein gutes Gegengewicht zu John. Und ich denke, das ist das wesentliche Problem. John, und ich denke, darauf sollten wir uns konzentrieren, ist derjenige, der in Andrews Kopf herumgefuscht hat und dafür gesorgt hat, dass er seine Treffen mit Malcolm verpasst, was ja letzten Endes in der Konsequenz dieser Anklage geführt hat. Gut. Wolltest du noch irgendwas sagen?
Weißt du, wo John ist? Ich muss mit John reden. Nein, er war, so wie der Dicke, seit dem Elysium nicht mehr hier. Könntest du und hat helfen? Auch mit hier, mit mir keinerlei Kontakt mehr. Und ich habe ehrlich gesagt auch keinerlei Interesse, weiter mit ihm zu reden, außer ihm diesen verdammten Klüngel mal in die Fresse zu schlagen. Und ich meine diesen. Das ist ein beeindruckender Klüngel. Angela, wie soll ich das sagen? Du hast doch Kontakte zu diesen Unterweltlern? Zu dieser Gang? Meinst du, die könnten mal die Ohren offen halten, ob die John sehen? Den Dicken werden sie wahrscheinlich nicht sehen. Das Problem ist, dass die Gang eigentlich zu wem anderen gehört. Und krieg hier Ärger dafür, wenn ich andere Vampire Spielzeuge beeinflusse. Oh. Ja. Wir sind da manchmal territorial, nicht wahr? Ja. Na gut. Ich muss John finden. Wenn du was hörst, bitte sag mir Bescheid. Ich schlafe nicht so gut, solange der noch da draußen rumläuft. Okay. Und also er. Möchte eine Kamera wieder haben. Guck so, könnte ich die? Ich glaube, ich kann die noch umtauschen. Bedien dich. Danke. Und montiert die Kamera ab, so mit so einem tragbaren Akkuschrauber. Und dann ist schon halb so den Flur runter, dann dreht er sich nochmal um und sagt, Angela, kanntest du jemanden namens Diego? Noch nie gehört, nein. Hm. Okay. Warum? Muss vorher ein Musiker gewesen sein. Und dann dreht er sich wieder um und geht. Ohne sich zu verabschieden. Na. Wie er so mal ist, ne? Ja. Kommen wir zu Bruce. Bruce hatte ja was Tolles vor, nämlich? Naja, so toll ist das wahrscheinlich gar nicht. Zumindest nicht für Bruce. Und zwar, Bruce wollte ja mit Verstärkung von Seiten Anders nochmal in diese Mine runter. Weil er hatte ja beim letzten Mal, meine ich zumindest, tatsächlich so einen etwas versteckteren Gang gefunden, aber sich dann alleine da irgendwie in die Höhle der Löwen zu begeben, eventuell, ist ihn ja doch nicht getraut und würde dann da wieder hingehen wollen. Mhm. Gerade weil Anna ja auch meinte, sie kannte das Versteck zumindest, oder sie wusste davon irgendwie so. Ja, wieso willst du da hin? Fragt sie. Naja, weil das direkt in der Gegend war, wo Pnava und diese anderen beiden gestritten hatten. Und ich von den drei Personen... Wahrscheinlich, weil sie da leben. Ja, allerdings ist von den drei Spuren, die da waren, nur eine wieder zurück zur Mine gegangen. Ach, du sorgst dich um die anderen. Ja, durchaus. Dann will ich auch wissen, was der Europäer vorhat. Dem traue ich ja am allerwenigsten. Weißt du, jetzt wo wir uns für eine Seite entschieden haben, sind sie nicht mehr so gut auf uns zu sprechen, wenn wir da gleich auftauchen. Das mag sein, ich will nur trotzdem schauen, was es mit dieser Höhle auf sich hat. Gerade weil Jelly ja davon erzählt. Wenn er das dann noch ist von den Anarchen, ist auch alles gut. Wie gesagt, ich habe von den anderen beiden, ich hab sie ganz kurz gesehen. Zumindest die beiden, vermutlich Buha und ihn. Und sie haben sich in Luft aufgelöst, sie waren einfach weg. Und je nachdem, wohin er gegangen ist, er ist auf jeden Fall nicht in Richtung der Trailer gegangen, wo ich ja zunächst unterwegs war und mich versteckt habe, ist er entweder auch zurück zur Mine gegangen oder hat einen ganz anderen Weg genommen. Das kann auch sein, aber ich will ihm nur sicher gehen. Nicht, dass er da irgendwie hingegangen ist und was weiß ich mit denen angestellt hat. Dem traue ich alles zu. Und du kanntest ihn ja schon vorher. Ich kann ihn echt nicht einschätzen, wie
schaut sich so ein bisschen nach oben, wie krass er ist und was er so machen kann. Ich kenne diese Zauberer ja nicht. Ron hat, glaube ich, noch nie irgendwie was herumgehext. Das wüsste nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, wenn du das mitkriegst, ist es zu spät. Das kann gut sein. Dem Zauberer den Kopf abzureißen, ist meistens effektiver, als mit ihm zu reden. Ich muss schon wieder nicht glücklich bei der Aussage, so. Deine Meinung. Erfahrung. Oder so, wie du meinst. Kommst du mit? Bruce zieht sich währenddessen so jetzt Outdoor-Schuhe an, die er irgendwann mal bei so einem Schnäppchenverkauf mal geholt hat, die auch so schon so ein paar Löcher drin haben. Oder? Wie gesagt, ich denke nicht, dass sie gut auf uns zu sprechen sind, aber bevor sie dich einen Kopf kürzer machen, mit den Brucher soll man nicht spaßen. Ich habe auch nichts Interesse daran, mit den Kanaster zu spielen oder so. Du verhältst dich wie ein echter Sheriff in der Stadt. Vielleicht wärst du viel besser als Ronan. Nein. Ich könnte niemals über andere richten. Das steht mir nicht zu. Ja, aber will ich auch gar nicht. Du forschst Verbrechen nach. Ja, weil ich der Meinung bin, dass wir diese ganzen Streitigkeiten beiseite legen sollten und erstmal vielleicht die richtig wichtigen Sachen nachgehen sollen, wie dass wir hier rauskommen. Und da ja Jelly gemeint hat, dass das irgendwas hier mit so alten Sachen zu tun hat, ich habe keine Ahnung von Geschichte, da dachte ich mir, das wäre ja mal interessant. Vielleicht wissen ja dann auch die Leute, die da wohnen, mehr darüber. Keine Ahnung, irgendwelche Höhlenzeichnungen wie ein Godzilla oder sowas, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Habe ich da keine gesehen. Oh, du warst schon mal da? Ja. Na gut. Nur für meinen Seelenfrieden. Einmal kurz hin. Wenn wir da noch Brua sehen, dann ist ja alles okay. Okay. Und wir könnten es mal nutzen, um die Wüste ein bisschen besser kennenzulernen. Wir waren ja bisher nur in den westlichen Canyons. Ja. Zumindest zusammen. Und die östlichen gehören ja jetzt den Anarchen. Ja, richtig. Das heißt, wir sollten uns da... Naja, wenn wir da hingehen, fragen wir erstmal höflich nach, ob wir da sein dürfen. Das ist eine gute Sache, ja. Nachfragen, ob man irgendwo hin will. Weißt du, wir haben die ganze Stadt jetzt, wo wir hin dürfen, ja? Und du willst genau dahin, wo ich nicht hin will jetzt. Die Stadt ist potthässlich. Was will man in der Stadt? Da sind überall nur versoffene Junkies überall. Und natürlich noch die ganzen anderen Schnösel, aber da will ich gar nicht drüber reden. Na, dann lass uns gehen. Ja. Wahrscheinlich wieder wegen mangelndem Auto mit dem Bus. Oder laufen, je nachdem, was schneller ist. Vermutlich sogar laufen. Naja. Letztes Mal bist du mit dem Bus gefahren, glaube ich, ne? Ja. Da bin ich aber auch, glaube ich, zuerst mit dem Bus zum Trailer gefahren. Ja, stimmt. Na, ihr könnt ja laufen, aber es dauert auf jeden Fall dann eine ganze Ecke, bis du da bist. So, und dann bist du wieder in diesem Schacht da, wo ihr schon mal wart. Mhm. Also schon also wirklich vor dem Eingang? Mhm. Okay. Das würde ich natürlich erstmal wieder so generell erstmal noch Spuren gucken. Einer steht oder? Da so. Mach mal. Wie Sie wollen, Madame. Knackt mit den Fingern und würde mich nochmal an Spuren suchen machen. So ein bisschen halt so den Kopf schief so. Darf es auch Popcorn sein? Bäh. Das würde dann halt mal so direkt vor dem Eingang, wenn da noch so Sand ist, dieser Wüstensand, da einmal schauen, ob da irgendwie so Stiefel oder generell Fußspuren sind. Ja, hattest du ja alles schon mal gesehen. Mhm. Oder vielleicht hat sich ja noch was verändert. Nee. Okay. Ja, dann würde Bruce so ganz, ganz schlecht Schauspielern künstlich irgendwie so machen, da haben wir einen Fußabdruck, so und so, scheint am Hinken zu sein und erzählt halt irgendeinen Blödsinn. Na, eindeutig hier
Schuhgröße 45 männlich. Hat vermutlich noch Pailletten getragen. Dann geht er dann immer mal wieder so einen Schritt weiter rein und würde sich dann wieder in den Gang begeben. Ja, folgt dir. Ja, würde ich also naja, natürlich erstmal generell die ganze Zeit Ausschau halten irgendwie. Achso, und na gut, ich würde mal Sense of the Beast aktivieren, weil vielleicht hängt da ja wieder irgendein Nossi oder wer anders noch rum, der uns auch noch beobachtet. Aber wenn ich dann nichts sehen würde, weil da muss er, glaube ich, nicht drauf würfeln. Oder, ich guck mal gerade eben. Total unvorbereitet. Ja, also ich sehe generell, glaube ich, das Biest und wenn ich dann noch irgendwie den Stand von dem Biest erfahren will, dann müsste ich auf Resolve und Animalism würfeln. Mhm. Gegen Composure und Subterfuge von jemandem, aber das ist jetzt, muss doch nicht egal, wird nur gucken, ob da überhaupt eine Bestie direkt vorne in den vorderen Gängen ist. Mhm. Ja. Dann wirst du ja, mach mal einen Test auf Wits und Awareness. Klar. Erfolg. Außer Anna wirst du da jetzt groß nichts wahrnehmen dann. Okay. Ja, dann würde ich da zu dem Gang gehen, den ich ja da gefunden hatte. Dann will ich nochmal so ganz, ganz genau horchen, einmal so einen Moment irgendwie still sein und mal gucken, so ein Ohr in den Gang halten. Ob ich mit Stimmen höre oder dergleichen. Nix. Dann würde ich ganz, ganz langsam voran. Ich weiß nicht, wie hoch ist das so kriechen? Muss ich mir irgendwie hinlegen? Nee, kannst ganz normal stehen. Ach so, ja, dann ist ja easy. Dann würde ich mal vorgehen. Ja, dann kommst du irgendwann dann in, ja, also es ist ja dunkel, ne? Also du kannst ja, weiß nicht, hast du Taschenlampe, hast du mit? Ich habe ein Handy, da ist bestimmt eine Taschenlampe dran. Ja, dann, machst du die Taschenlampe an und siehst dann irgendwann so eine Art Wohnbereich. Also mit Möbeln ausgestattet. Also es ist immer noch so roher Fels, aber es ist mit Möbeln ausgestattet. Okay. Ist irgendjemand da? Nee. Da sind Anna hinter mir? Sind sechs Betten da. Okay. Ja, dann würde ich da einmal so reingehen und gucken. Hallo? Scheint wohl keiner zu Hause zu sein. Ich würde mich generell mal umschauen. Ist das da alles vergleichsweise geordnet oder sieht das da irgendwie nach so Rangelei aus? Ne, ist alles geordnet. Okay. Und sehe ich jetzt irgendwie auch nicht irgendwie, was weiß ich, auf einem Teppich oder so Asche liegen oder sowas? Nein. Okay, dann würde ich mir generell mal die Wände angucken. Also ob da wirklich jetzt quasi alles soweit leer ist, dass nur blanker Stein oder was da irgendwie auch noch mal tiefer geht. Nee, da geht's nicht mehr weiter. Mhm, okay. Ja, schaut sich dann nochmal um. Dreht's dann zu Anna. Kennst du hier alle? Alle sechs? Denke. Okay, ich würde da mal schauen, haben die irgendwie da Bilder von sich oder so rumliegen? Nein. Wie sowas? Okay. Hast du die in den letzten Tagen nochmal irgendwann mal gesehen? Alle? Oder vermutlich jetzt nicht, weil die sich nur noch außerhalb der Stadt aufhalten, aber eventuell irgendwie? Wie ich schon sagte, sie nehmen es sonst ein bisschen krumm, dass wir... Ja, nee, es würde mich nur interessieren, ob zwei von denen fehlen. Weil es sind auch alle sechs Betten gemacht. Wirklich, ne? Ja, oder? Was heißt gemacht? Also es ist irgendwie so durcheinander halt. Ne? Also jetzt, das sind wahrscheinlich nicht die
Also eins ist ziemlich penibel gemacht. Ja, sagen wir zwei sind ziemlich penibel gemacht. Der Rest ist so ein bisschen, wie man halt so seine Betten hinterlässt, wenn man nicht unbedingt aufräumt. Ich würde mir mal die penibel gemachten anschauen. Mhm. Ist das jetzt wirklich über alle Maße penibel? Also auch so ein bisschen glatt gezogen oder sowas? Ja. Okay. Stehen neben dem Bett noch irgendwie Kommoden oder so? Ja. Ich würde mal in so eine der Kommoden reingucken. Ja, findest du eine Bibel in der einen Kommode. Und so ein Kruzifix. Stimmte das nicht mit diesen abergläubischen Sachen? Ist das nicht eigentlich, warum sollte das ein Vampir hier drin haben? Vielleicht ist er gläubig? Sie? Aber war das nicht? Das ist, okay. Aber ich meine, ich kannte die jetzt alle nicht. Du kennst die ja viel besser. Aber ist das nicht irgendwie komisch, dass die so schick gemacht sind, während, also die Leute dann auf die beiden Betten, dass die beiden so schick gemacht sind und die anderen da so, also ich stelle mir das jetzt vor, wie so eine Teenager-Bude irgendwie so, so wie mal Auge da hingelegt, dass die anderen so lapidabel sahen. Waren da zwei irgendwie so ein bisschen lieber? Der eine ist ein Toreador, die achten immer ein bisschen mehr auf ihr Äußeres und auf ihre Umgebung. Der eine und der andere auch, oder was da vorne? Nee, von dem anderen weiß ich nicht, zu welchem Clan er gehört. Okay. Nee, vielleicht ist das noch alles nur gerade mieses Hirngespinst, aber ich hab die Horrorvorstellung drin, dass Pnava einfach nur um die Spuren zu wischen, das Bett so schick gemacht hat. Weil dem würde ich zutrauen, dass er das nur glatt gezogen hat hier. Aber wenn du meinst, da ist ein Toreador, dann na gut. Ja. Er hat sich auch ständig beschwert, dass er hier leben muss. Also ich meine, der Trailer war jetzt nicht viel besser. Ich schaue mich so um. Ich meine, hat man ja ein bisschen Platz. Würdest du Sam zutrauen, hier zu leben? Nee. Ich würde es aber keinem anderen zutrauen, hier zu leben. Wenn man keine Wahl hat? Meine Rede, ich fand meinen Trailer auch nicht schlecht. Gut, über die Nachbarschaft kann man sich streiten, aber besser als irgendwie ganz in der Einöde zu wohnen. Aber gut. Es ist aber in der Tat ein bisschen komisch, dass überhaupt niemand hier ist. Vielleicht ist die auf der Jagd oder so? Oder war immer einer hier? Könnte natürlich sein. Aber das stimmt schon, es ist irgendwie komisch, dass gar keiner hier ist. Weil, ich meine, gut, ich war jetzt nie so, hier ist, weißt du ja, aber immerhin einen irgendwie so hier zu lassen, um aufzupassen. Was sagt denn Sheriff Bruce über diese Sache? Verdächtig ist es. Aber da ich jetzt nur kein Sheriff bin, überlasse ich das eventuell mal dem richtigen Sheriff, der auch Detektiv ist. Also auf jeden Fall besser geeignet als ich. Ich habe ja nur studiert, immerhin. Ich mache dann irgendwie so eine Geste. Und dann, würde ich dann auch sagen, gut, aber ich habe jetzt hier nichts gefunden. Dann lass wieder rausgehen, bevor da wirklich noch jemand zurückkommt. Und wir verraten keinem, dass du die Privatsachen durchwühlt hast. Ich habe es ja wieder hingelegt. Aber ich habe auch nichts kaputt gemacht oder so. Ja. Die können sich ja gerne mal beschweren, komm. Manchmal können sie ziemlich territorial sein. Ich kann es irgendwie verstehen, aber besprechen wir das erstmal draußen. Okay. Ja, wird dann nochmal vielleicht, wenn Anna schon vorgeht, dann irgendwie nochmal kurz stehen bleiben. Dann sich nochmal darauf konzentrieren, ob er wirklich nichts übersehen hat. Wieder mit hier Sense of the Beast einmal drüber gucken. Wenn nicht doch immer noch einer sitzt. Und dann aus der Höhle raus. Nicht mit deinem einen Erfolg. Weiß Bruce ja nicht. Ja. Mhm. Ja, wenn wir dann so rausgehen,
Gibt es denn irgendwelche Gebiete, wo die am liebsten jagen gehen? Oder nur hier in der Wüste generell? Ich denke, sie werden zum Stadtrand gehen und dann da die Leute, die sich da aufhalten. Obwohl eigentlich gehört der Stadtrand nicht mehr zu ihrem Jagdgebiet. Wenn wir sie dabei erwischen würden, müssten wir sie anzeigen. Das stimmt. Wobei ich mich auch immer noch frage, warum Pnava das Recht haben wollte, hier zu jagen. Weil, ist nicht. Weil hier ist halt echt nichts los. Was will man hier jagen? Also, Bruce wüsste jetzt auch nicht, dass da irgendwie... Tiere. Ich meine, ich kenne mich jetzt nicht so aus, dass es mehr... Kennt sich da besser aus, aber als ob Pnava jemand ist, der Tiere jagt. Weiß nicht, was er für Vorlieben hat. Von den Vorlieben, von denen wir auch gar nichts wissen. Also irgendwelche komischen Indianerschmucksachen oder klassische Musik ist mir total wurscht. Ich bin auch froh, wenn er aus der Stadt raus ist. Wobei, ich glaube, Jelly hatte irgendwas davon erzählt, dass er bleiben möchte. Hat sich irgendwie wohl auch hier... So wie es aussieht, kann doch keiner von uns die Stadt verlassen. Ja, hatte ich dir das nicht erzählt? Und Bruce schaut so ein bisschen nachdenklich. Zumindest nach seiner Aussage ist er geschäftlich aktiv gewesen, auch in den letzten paar Monaten und ich glaube Jahren oder so. Also irgendwie scheint er hier rausgekommen zu sein mal. Dann sollten wir ihn mal fragen, wie er das geschafft hat. Ja, das ist das, wovor ich mich am meisten fürchte, glaube ich, im Moment. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Also lassen wir Jelly irgendwelche komischen, mystischen Sachen untersuchen, wenn wir einen fragen können, der weiß, wie man rauskommt. Nein, das liegt in der Sache, als ich den Job angenommen habe, das weißt du ja noch, direkt in der ersten Nacht, meine ich, war es, wo ich rumkutschiert habe. Da war doch die Sache mit der mexikanischen Grenze, wo er in diesen Bahngleis gegangen ist, zu diesem Controletti irgendwas. Und mich hat gebeten, im Wagen zu bleiben. Ja. Und just an dem Abend gab es eine Online-Anzeige. Ich habe da mal im Laptop nachgeschaut, irgendwie, dass an der mexikanischen Grenze irgendwie Kinder verschwunden sind. Oder ich meine, ich will jetzt auch nicht anfangen, wie Henry zu reden. Ne? Also ich weiß, wie absurd das klingt erstmal. Aber das war für mich so ein Zufall. Das lässt mir keine Ruhe. Und wenn ich überlege, dass dieser widerliche Typ irgendwas mit Kindern macht, irgendwie Kinder handelt oder was weiß ich, was er mit denen tut, dann... Vielleicht sollten wir ihn fragen. Ja, wobei ich auch nicht weiß, wo er sich aufhält. Sonst es war rein zufällig, dass ich ihn überhaupt getroffen habe, aber... Wir könnten Sam schon fragen, wie ist die Harpie? Was ist eigentlich die Aufgabe von so einer Harpie? Ich kenne jetzt nur... Den Begriff habe ich mal gehört. Sprachrohr des Prinzen. Und dafür zuständig, alles zu wissen über alle möglichen Leute. So gesellschaftlichen Tand war mir nie wichtig. Ach, so eine altmodische Social Media Beauftragte, ich verstehe. Ja. Na gut, weiß Bruce davon, dass es jetzt diesen Club geben soll? Vermutlich nicht, ne? Weiß ich nicht, ob er das schon mitgekriegt hat, ne. Ich mach mal so ein... Das ist so ein typisches... Ich weiß mir nicht, was er sagen soll. Es war immerhin ein Lächeln da, also müsste er es wissen. Wahrscheinlich ja. Hat das dann so über Umwege mitbekommen. Also... Ich hab vielleicht ist sie ja schon in ihrem neuen Club. Wir könnten da mal hingehen. Clubbing, Ja, wenn es sein muss. Aber ist das ein Date? Dann Anna, nicht! Er will dich nur abschleppen! Bruce steht jetzt zuerst so ein bisschen begriffsstutzig da und dann macht es irgendwie nach so ein, zwei Sekunden Klick und dann so
Klar. Hm. Zieht so die Braue hoch. Hm. Ein Date mit dem Sheriff. Bruce, brauchst du ein bisschen. So, ne, sie meint nicht den Ronan, sie meint dich, Bruce. Hm. was immer du willst. Lass uns gehen. Ja, dann machen wir uns auf. Ja, verlasst ihr die Mine. Den Unterschlupf der Anarchen. Ja. Und ja, was macht Sam, als Dr. Angela wieder rausgegangen ist, aus dem Wut entbrannt die Tür hinter sich zugeschlagen hat? Erstmal kurz warten, bis Angela definitiv ein paar Häuserblocks weg ist. Und dann hatte sie ja Ronan angeboten, mal mit Joe zu reden. Mhm. Und dann würde sie mal versuchen, ob sie Joe erwischt. Wo denn? Ich würde zuerst in den Laden gehen und mir eine Tüte Zucker besorgen. Und dann in die Gasse an dem Theater gehen, wo wir uns das letzte Mal begegnet sind. Vorsichtig, dass ich auf keine Insekten trete und mich da hinsetze und gucken, ob da vielleicht wieder Ameisen sind. Ja, jede Menge. Dann würde ich denen ein bisschen Zucker hinstreuen und sagen, könnt ihr Joe bitte sagen, dass ich mit ihm reden möchte? Ja. Dauert eine Weile. Und ich habe Zeit. Ja, irgendwann geht dann wie von selbst die Hintertür zum Theater auf. Ja, dann sehe ich das mal als Einladung und gehe rein. Tür geht hinter dir wieder zu. Dunkel drin. Tut mir leid, dass ich dich nochmal belästigen muss, Joe. Aber ich hätte da noch ein, zwei Fragen. Fragen. Ja? Über was? Erstens mal weißt du vielleicht, wo sich der Dicke rumtreibt? Und wenn? Es würde mich interessieren. Und wenn? Was möchtest du dafür haben? Was hast du anzubieten? Ich könnte mir vorstellen, dass du schon Wind davon bekommen hast. Mit dem Club, der sich gerade im Umbau befindet. Aha. Was Sabra gemeint hat, der Platz, wo alle trinken können. Schlechte Idee. Sie wollte es so. Sie will vieles. Ich hätte geplant, da einen Hintereingang anlegen zu lassen, sodass man diesen Ort ungesehen betreten und verlassen kann. Aha. Ich könnte dir anbieten, dass du auch über diesen Weg Zugang bekommen kannst. Wie ehrenvoll, was bringt mir das? Dein Clan ist erfahrungsgemäß der Hüter und Sammler von Informationen. Glaubst du nicht, ich finde auch so einen Weg ungesehen hinein? Es war nur ein Angebot, um es dir ein wenig bequemer zu machen. Abgesehen davon habe ich nicht vor, diesen Club zu besuchen. Dann habe ich dir wahrscheinlich nichts anzubieten. Dann habe ich keine Informationen für dich. Hast du vor, für immer in dieser Stadt zu bleiben? Vielleicht. Weil vielleicht gäbe es ja eine Möglichkeit, diese Stadt zu verlassen. Und dann? Wenn sich diese Möglichkeit ergibt, könnten wir dich mitnehmen. Wohin willst du denn?
kleine Toreador. Weg von hier? Nach Europa? In die alte Welt. Ich habe dort etwas zu erledigen. Die Reise in die alte Welt ist gefährlich. Wie willst du über das große Wasser, ohne dass du auffällst? Es gibt Frachtcontainer. Das ist der Vorteil der Globalisierung, dass Waren rund um den Globus geschickt werden, auch auf Schiffen. Ich sehe, du hast dir da noch nicht großartig Gedanken. Es ist bisher nur eine Idee. Für Ideen kann ich dir keine Informationen geben. Ideen haben viele Menschen. Vampire. Gut, das war ja nur, was ich vorhab zu tun, wenn ich aus dieser Stadt herauskomme. Ich weiß nicht, wo dein Weg dich hinführen würde. Ich habe hier einen Platz. Bisher habe ich keinen Anlass, hier wegzugehen. Auch nicht, wenn die zweite Inquisition die Stadt überfluten wird? Das ist jetzt, wo das Bündnis aufgekündigt ist. Das ist eine Bedrohung, die sich der Sheriff und der Prinz kümmern müssen. Das ist nicht nur eine Bedrohung für mich. Natürlich ist es nicht nur eine Bedrohung für dich. Aber du könntest dir entgehen. Der alte Prinz hatte Wege gefunden, mit der zweiten Inquisition klarzukommen. Ich bin sicher, der Neue wird auch seine Wege finden. Gut, dann kann ich dir wohl wirklich nichts anbieten. Dann habe ich mich getäuscht. Dann brauche ich dir auch gar nicht die Frage stellen, ob du dich mit den Minen hier unter der Stadt auskennst oder ob sie in euren Bereich fallen. Minen. Was willst du von den Minen? Ich wollte nur wissen, ob sie in euren Bereich fallen. Aber nachdem ich dir nichts anbieten kann, werde ich keine Antworten bekommen. Also werde ich es wohl selber herausfinden müssen, ob sie unter eurer Kontrolle stehen oder nicht. Wahrscheinlich. Sei vorsichtig, kleine Toreador. Ich kann schon auf mich aufpassen. Ich hoffe. Also wirst du auch nicht zur Eröffnungsfeier von dem Club kommen, wenn du den nicht betreten möchtest. Wieso sollte ich? Nun, weil ich euch da alle dazu einladen wollte. Ich fühle mich geehrt, diese Einladung zu bekommen irgendwann, aber ich muss ablehnen. Na gut. Ich bin nicht so der gesellige Typ. Schade eigentlich. Bin lieber allein. Du bist vielleicht einer der wenigen halbwegs anständigen Vampire, die es in dieser Stadt gibt. Meinst du das? Und anständiger als viele andere. Wie kommst du zu dem Schluss? Ist einfach nur so ein Gefühl. Nun, dann weiß ich ja jetzt, wie du mich einschätzt. Gut zu wissen. Immerhin hast du mehr Manieren wie die Ventru, die ich bisher kennengelernt habe, also. Ich denke, sie würden das Gegenteil behaupten. Dann sollen sie das tun, aber wahrhaft kultiviert sind sie nicht. Keiner von ihnen. Oh. Du sprichst aber nicht besonders gut von unserem neuen Prinzen. Ich
Hast du es nicht selber, der mir gesagt hat, ein Stück weit, was du von ihr hältst? Sie ist der Prinz. Und trotzdem nicht unfehlbar und perfekt. Wer ist das schon? Niemand. Wie gesagt, wenn du in die Tunnel willst, Vorsicht. Das ist eine Information für umsonst. Es wäre schon auch nett zu wissen, vor was man sich dann Acht nehmen sollte, aber ich werde es rausfinden. Du hast das Spiel noch nicht verstanden. Nein, weil ich dieses Spiel auch nie wirklich spielen wollte. Ich lebe davon, zu handeln. Nichts ist umsonst, Samantha. Nicht wirklich. Nun ja, falls die Tunnel zu eurem Gebiet gehören, mein Gebiet ist es nicht, wenn du danach fragst. Zu dem Gebiet eures Clans? Mein Clan hat seit dem Elysium nur noch dieses Theater. Ich glaube nicht, dass Amanda bei dir wohnt, oder? Zumindest wüsste ich nicht, wo sie sich aufhält. Ich denke, das ist auch immer in ihrem Interesse. Ich vermute, sie hat irgendein Gebiet, was Sabra zusteht, unter der Hand. Aber ich finde schon noch heraus, welches das ist. Das ist etwas, was du mir anbieten kannst. Wenn du das herausfindest, dann komm her und sag es mir und ich sage dir, was du wissen willst. Das hört sich doch vernünftig an. Nun ja, vielleicht solltest du noch wissen, dass Pranava auch ein Interesse an diesen Minen hat. Und er dort gerne jagen würde. Und warum erzählst du mir das? Nun, wenn ich aufpassen soll auf mich, wenn ich in diese Minen gehe, dann scheint ja dort irgendwas Gefährliches zu sein. Und vielleicht sollten auch gefährliche Dinge vor anderen gefährlichen Dingen beschützt werden. Lass oder gewarnt Panava werden. Schützen. Ganz sicher nicht. Dieser Typ ist widerlich. Und ich halte ihn für gefährlich. Es ist interessant, zu welchen Schlussfolgerungen du kommst. Du hältst mich für einen netten Kerl. Anständig, kannst unseren hab ich Prinz gesagt. Nicht leiden und anständig, über Pranava sagst du, dass er ein hässlicher Typ ist. Er ist gruselig? Sind wir das nicht alle? Jeder auf seine Art und es gibt für mich auch verschiedene Abstufungen von gruselig. Und ich habe nicht gesagt, dass du total nett bist. Ich habe gesagt, du bist anständig. Mal sehen, wie lange du mich dafür hältst. Wenn ich die Info habe, die dich interessiert, dann komme ich wieder vorbei. Bin hier. War diese Art der Kontaktaufnahme und bitte um Einlass angemessen? Ich möchte dir nicht auf die Füße treten. Ich denke, sie bedanken sich bei dir irgendwann einmal.
Es ist nicht üblich, dass ich hier Vampire hier empfange. Sieh es als ein Zeichen meiner Zuneigung. Ich wusste nicht, wie ich dich sonst hätte erreichen sollen. Deshalb habe ich gedacht, ein Versuch ist es wert. Kannst auch Malcolm fragen. Irgendwann. Aber solange ich den Eindruck habe, ihr die Tür öffnen zu können, wird sie sich öffnen. Dankeschön. Und wenn sie dann irgendwann nicht mehr aufgeht, naja. Dann weiß ich Bescheid, dass ich dich wohl irgendwie verärgert habe. Oh, mich kann man nicht so einfach verärgern. Ärger habe ich lange hinter mir gelassen. Bin nicht so impulsiv wie die Brucher oder die Gangrel. Wenn du mich fragst, waren es einfachere Zeiten in dieser Stadt, als sie beide keinen Sitz im Rat hatten. Jetzt werde ich mich wieder mit diesem ganzen Gefühlsgequatsche auseinandersetzen müssen bei den Sitzungen. Bei den anderen weiß man, woran man ist, außer bei den Maikavianern. Mir hätte das Elysium auch erspart bleiben können. Und alles, was daraus erwachsen ist, also. So, dir geht's doch gut. Naja. Ich verstehe nicht, warum dich das Elysium so belastet. Ja, du bist wahrscheinlich auch nicht der Richtige, um darüber zu reden. Wenn du Gefühle hinter dir gelassen hast, dann... Ich rate dir, das auch zu tun. Es lebt sich einfacher ohne. Ich denke darüber nach. Tu das. Sie ihn tief in sich zu verbergen und Entscheidungen rein rational zu treffen, ist manchmal das Beste. Das habe ich über die Jahrzehnte gelernt. Nun ja, du hattest ja auch mehr Zeit zu lernen als ich. Nicht umsonst. Na dann, ich will dich nicht weiter stören. Vielen Dank, dass du mich reingelassen hast. Bis zum nächsten Mal, Oriado. Bis zum nächsten Mal. Ja, die Tür öffnet sich wieder. Dann gehe ich wieder. Und passe wieder auf, nicht auf irgendwelche Ameisen oder sonstige Insekten zu treten. In der unmittelbaren Umgebung des Theaters. Die tun sich immer noch an dem Zuckerhügel gütig. Ja. Dann bekommt Samantha irgendwann am Abend noch Besuch von Bruce und Anna. Ja. Die beiden werden dann etwas planlos vor der Tür stehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch so ein Baustellen-Plastik-Ding ist. Und dann, meines müsste hier sein. Vielleicht besichtigt sich... Ich gehe mal rein. Wird er dann so über die Absperrung gehen, die da vermutlich noch sind. Hallo? Herein. Ja, siehst du einen verplant reinkommenden Bruce, so, der sich so umschaut? Oben ist schon, Büro ist schon halbwegs. Ja, aber er muss halt auch noch durch den Bau so nach oben ins Büro halt kommen. Geht dann auch so ein bisschen verplant halt nach oben
Und so, ah, okay. Ja, geht dann halt vor. Hi. Mach die Tür zu. Ich habe wieder vergessen, wie das heißt, aber ich, Anna meinte, du kennst dich ja aus mit Leuten. Ich sollte es wohl. Ich bin aber selber noch dabei zu lernen, ja. Also hast du keine Ahnung, wo der Europäer ist? Ich weiß nicht, sind die Gebiete schon alle neu zugeteilt worden? Weil das war ja noch so... Ja, Pranava ist ja als Reisender hat kein richtiges Gebiet, aber normalerweise ist er im Hotel halt. Er wohnt eigentlich im Hotel. In dem in der Innenstadt? Das war die letzte Adresse, die mir gemeldet worden ist von ihm, ja. Okay. Hast du ein Zimmer oder so? Oder ich kann auch nachfragen, wird auch schneller gehen. Es geht noch um die Sache mit der Mine. Ich denke, du kannst einfach nach ihm fragen oder setz dich ins Foyer und warte, bis er kommt. Okay. Bruce schüttelt so mit dem Kopf und bleibt aber stehen. Was habt ihr über die Mine bisher herausgefunden? Ja, dauert so eine Sekunde, bis er darauf reagiert. Und dann, das war auch laut Anna ein versteckter Anarchen. War aber keiner da. Komischerweise irgendwie 6 Betten alle leer. Und ist jetzt nur meine Vermutung. Das kann auch ein bisschen verschwörerisch klingen, aber ich, 4 von denen sahen so aus wie mein Bett zu Hause, so ein bisschen ungemachter. Und da waren so 2, die wurden so glatt gebügelt. Ich meine, wie ich den einschätzen würde, wenn er das jetzt nur Gedankenexperiment von mir, sollte er die beiden über den Jordan gebracht haben, hätte er vielleicht, ich weiß auch nicht warum, irgendwie Spuren verwischt bei denen. Und ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich ihn generell mal fragen, wie er das gemacht hat mit der Stadt. Hat es ja mal geschafft, irgendwie hier rauszukommen. Glaubst du wirklich, er würde das einfach so erzählen? Nach allem, was ich mitbekommen habe, ist es eine größere Sache, aus dieser Stadt rauszukommen. Das glaube ich auch. Oder ihn auch vielleicht generell mal zu fragen, was das da mit den beiden zu tun hatte. Und warum er draußen in der Wüste jagen wollte. Weil da ist halt echt kein Schwein. Das kommt mir alles in dem Zusammenhang etwas zu merkwürdig vor. Ich habe von der Sache mit den Kindern erzählt. Mhm. Man sieht in Bruce Black wirklich so ein Besorgnis. Ich überlege nur gerade, ob es schlau ist, ihn direkt damit zu konfrontieren. Anderen Weg weiß ich nicht. Ist ein bisschen direkt und ich bin mir auch nicht ganz wohl bei der Sache, weil ich den dann so gut auch nicht einschätzen kann, aber Anna. Ein Tremere kann eben richtig gefährlich werden, ne? Keine Ahnung. Ich kannte bisher nur einen wirklich gut. Vergleichsweise. Ein bisschen. Ronan, also. Ja, gut. Ja, besser als ein Europäer. Aber der ist jetzt auch gebrainwashed, oder? Schwer einzuschätzen. Ich kenne noch Veronica. Ach, oh ja, ja. Ist sie eigentlich immer noch Primogenin hier? Müsste sie nicht wissen, wo er ist? Oder ob er noch hier ist? Könnte sein. Aber das war ja nochmal eine andere Sache. Ich drehe mich so zu Anna um. Ich weiß nicht, ob das heute Abend unbedingt sein muss, oder?
Ihr Sitz im Primogenrat schützt sie noch vor meiner Rache. Vielleicht gehe ich ja auch mal alleine zu ihr hin. Ich weiß ja schon, wo sie ist. Gehst also zur meiner besten Freundin. Ich gehe zur Primogenin der Tremere. Scheißegal, was sie ist. Ich musste ja schon mal so eklig mit ihr quatschen. Hab ja schon erzählt mit Plava. Das ist immer noch eine interessante Sache, warum er dich da so vorgeschickt hat, was er damit genau bezweckt hat. Ich habe nämlich irgendwie den Verdacht, dass sich die beiden auch nicht so richtig grün sind. Das kann gut sein. Ich weiß es nicht. Naja, hat sich genauso das Shop gemacht wie der Dicke. Vermutlich, oder wie der Dicke das kann. Also, vielleicht hat er irgendwie die Gelegenheit genutzt und hat sich nochmal umgesehen. Wenn du sie abgelenkt hast, ja, das könnte sein. Vermutlich, was anderes würde mir jetzt echt nicht einfallen. Oder vielleicht herausfinden, wie sie reagiert auf mich oder so. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir könnten auch Panava einfach hierher einladen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Würde einiges ersparen. Wann ist es denn hier soweit? Dreh mich so in Richtung Tür, so nach draußen. Es wird noch ein bisschen dauern, aber ich meine hier in das Büro beziehungsweise ins Besprechungszimmer dahinter könnte ich ihn auch schon früher einladen. Ach so, ich dachte, du meinst dieser Party. Besser so. Wäre es unhöflich von mir, wenn ich nicht zur Party erscheine? Ich hasse Feiern. Ihr solltet schon da sein. Keiner willkommen. Ich meine, Anna ist die Primogen. Schaut so mitleidsvoll in Richtung Anna. So, wir sollten dem Ganzen hier schon einen offiziellen Rahmen geben. Ich liebe eine Party. Bruce Moment so, ich hatte es befürchtet. Aber was den Club angeht, Bruce. Was den Club angeht, Bruce. Fährst du wieder Taxi? Oder wie verdienst du gerade dein Geld? Er lebt von mir. Was die Chefin sagt. Ist sie denn noch großzügig mit dem Taschengeld? Oder hättest du Interesse und Spaß daran, dir noch etwas hinzuzuverdienen? Oh, er hat Interesse an sich, etwas hinzuzuverdienen. Ich könnte nämlich, ich hätte gerne noch einen Türsteher hier, der in der Lage ist, auch unser Eins zu erkennen. Ich soll einen Rauschmeißer spielen. Ja. Es wäre gut, jederzeit einen Überblick zu haben, wie viele von uns im Club sind. Und vor allem, Ronan hat die Befürchtung, dass dieser Club unser Eins von außerhalb anziehen wird. Ich soll die Nubis rausschmeißen. Wenn sie schon hier in der Stadt sind, wenn sie ja vor den Türen des Clubs stehen, ist der Zug eh schon abgefahren. Sie werden die Stadt nicht mehr verlassen können. Es wäre einfach gut, ich habe vor den Einwohnern hier quasi Clubausweise zukommen zu lassen. Dass sie vorzeigen, dass wir einfach leicht mitzählen können, ohne Aufwand, wie viele Vampire gerade aktuell hier im Club sind. Einfach, dass wir wissen, wie ist das Verhältnis zu den anwesenden Menschen. Aber wenn die Vampire von außerhalb kommen, kennen wir die ja noch nicht. Mhm. Und die sollten sich dann möglichst schnell bei Sabra melden. Und von daher wäre es gut, jemand am Eingang zu haben, der so jemand erkennen kann. Ich meine, es wird sich einrichten lassen, aber ich will ehrlich sein, ich habe schon vorher mal nur aushilfsweise Taxi gefahren. Ich habe relativ wenig Bock, da 12 Stunden nachts oder so rumzustehen. Oder gibt es noch einen?
Kannst du mir noch jemanden empfehlen? Ich sehe. Ich will die alle weg. Ein Dr. Angel aber doch. Naja. Wenn du jemanden der so sehr kräftig ist, dann schaut's auf Anna. Oder. Anna sieht jetzt nicht sonderlich kräftig aus. Ja gut, aber sie ist ja kräftig, ne? Ist ja. Oder Dr. Angela. Also, ich kann hier echt wenig Vampire, musst du wissen. Du hast ja, glaube ich, mehr Erfahrung mit. Ja, vielleicht kennst du ja auch noch ein paar Menschen. Boah, Menschen kenne ich genug, die das machen würden. Ja, ne, du siehst doch immer so. Der Prepper an der Tür. Der steht da aber auch dann immer mit einer Tommy Gun. Ich weiß, dass ich von dir nicht verlangen kann, die ganze Nacht dort zu stehen, aber es wäre schon eine große Hilfe, wenn du es stundenweise machen könntest. Aber wie gesagt, ich brauche prinzipiell, bräuchte ich ein paar Jungs an der Türe. Bruce, der Sicherheitschef, hört sich auch gut an. Fast so wie Bruce, der Sheriff. Er schaut so mit so einem Blick nach hinten so, komm, gut jetzt. Ich gucke an Bruce vorbei auf Anna. Was meinst du, was Ronan dazu sagt? Ich weiß nicht, was er dazu sagt. Er will ja nicht. Ich glaube, Ronan wollte auch nicht, also wenn es darum geht. Er hat sich trotzdem gemeldet. Alles seine Schuld. Pff, den kann ich doch nicht machen wollen. Kann ich auch mal sagen. Er hat Gründe dafür. Ach. Bestimmt. Wir hätten es schlechter treffen können. Hm. Ja, du siehst Bruce, wie er so nach oben schaut, sich so durch diesen total filzigen Bart zu geht. Also. Wir hätten den alten Sheriff behalten lassen können. Das wäre schlimmer gewesen. Den Insektenmann, den. Joe. Das Ding hat einen Namen? Ach, Ding ist ein bisschen hart ausgedrückt. Ich habe nur fliegende Insekten gesehen. Finde ich nicht. Ich finde, Ding passt ziemlich gut. Das könnte man von dir auch sagen, Anna. Das könnte man über jeden von uns sagen. Nun, kennst du ein paar Leute, die Interesse daran hätten, sich was dazu zu verdienen und mit denen du dir eine Zusammenarbeit als Sicherheitschef vorstellen könntest? Die alte Lady. Ja. Ich habe gesagt, keine Drogen im Club, ja. Stahlhandtasche. Ich kann bestimmt ein paar der Stammbiker da rum bitten oder ein paar der Jugendlichen, die in der Kneipe rumhängen. Die suchen da nicht immer irgendeinen Job. Da gab es diesen einen relativ kräftigen Typen. Ja. Okay, Bruce. Dann machen wir es so. Wäre natürlich nur interessant, was für eine Stundenlohn es gibt, ne? Kurz nach oben kratzt sie an der Nase. Du kannst den Jungs sagen, sie kriegen den üblichen Lohn. Für dich natürlich ein bisschen mehr. Okay. Ein bisschen mehr? Von wo kommt das Geld überhaupt? Von Sabra, beziehungsweise dann, sobald dieser Club hier Einnahmen produziert. Hm. Also wenn es von Sabra kommt, die hat genug. Da können wir wohl ein bisschen mehr kriegen. Ja, Bruce nickt ganz. Ja, eindeutig. Ich werde die Details mit ihr aushandeln. Sabra. Ja, ich bin diejenige, die den Businessplan hierfür erstellt. Also. Sag mir mal, was du dir so vorstellst und dann. Birgt sich so zu Bruce, also keine Ahnung, so eine 2 mit 3 Nullen?
Bruce denkt dabei überhaupt nicht nach, so, ja, hm? So viel Man Geld hat Bruce noch nie besessen. Ja, so Dollarzeichen, so ein Tiching. Ja, finde ich gut. Ja. Hm? Dann sagt das, verdammt. 2 mit 3-0. Immerhin ist der Sicherheitschef. Rollst du die Augen nach oben? Ich glaube, das lässt sich machen. Bruce ist ein bisschen nervös auf einmal. So. Bruce hat eine gute Erfahrung gemacht. Für Vampire arbeiten lohnt sich immer finanziell. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, dann machen wir es so. Gut. Und ich schicke Prava eine Einladung hierher. Ja, das wäre ganz gut. Vielleicht für Neujahr. Ach so, ja. Vielleicht für morgen, das wäre gar nicht ganz gut. Das lässt sich machen. Guck mal, ob er diese so schnell annimmt. Hast du eine Waffe, Bruce? Ja, Bruce greift so in seine Manteltasche und zieht halt diesen, ich glaube, es war so ein kleinerer Revolver, den ich erstmal von ihm bekommen hatte, raus. So. Ja. Ich verlange aber nicht, mit den Dingern umzugehen. Das kann ich, also ich kann nur mit Gewehren umgehen. Mit sowas Kleinem kann ich nicht schießen. Anna legt sie so eine Hand auf die Schulter. Bruce ist eine Waffe. Danke. Wir sollten nur vorsichtig sein, wenn wir Prava solche Fragen stellen wollen. Meinst du die Reit oder brauchst du was Größeres? Ich hätte noch eine Comic. Weißt du, ich möchte nicht gleich, dass das Büro hier in Schutt und Asche gelegt wird. Ich verstehe. Also, wieder weg. Du solltest es nicht übertreiben. Ich hab's nur zu Hause. Das Ding habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Habe ich auch eigentlich nicht vor, aber. Naja, Sicherheitschef. Es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Oh ja. Das stimmt wohl. Nun gut. Dann würde ich sagen, bis morgen. Gibst du uns irgendwie Bescheid, ob er kommt oder nicht? Habt ihr noch eure Wohnung? Mhm. Gut. Na gut. Dann schau so in Richtung Anna. Bis später. Dann, bis morgen dann. Dann würde ich zur Tür gehen und dann energiere ich so ein bisschen vor. Dann würde ich aber kurz bevor dann würde ich die Tür komplett schließe, dann einmal so auf die Hand auf die Schulter legen, dann geh schon mal vor. Ich wollte noch mit dir generell kurz unter vier Augen reden. Mhm. Alles gut. Ich warte draußen. Wie auch immer. Ja, dann komm ich wieder rein. Ich wollte nur noch fragen, ob es dir wirklich gut geht. Du weißt, wegen der Sache war das so krass auf einmal und eigentlich hatten wir dich direkt danach gesucht, aber nicht gefunden. Ich wollte mit dir nochmal drüber reden. Hatte die Arona das zukommen lassen? Die Blume? Mhm, hatte. Okay. Ich wollte nur nochmal sicherstellen, dass mir das echt leid tut. Ich kannte ihn ja nicht sehr gut, aber er wirkte von den Pfeifen in eurem Grüppchen da als einer der Netten.
Es gab definitiv Schlimmere als ihn. Und dir glaube ich auch, dass dir das leid tut. Schaut so auf den Boden und spielt da so ein bisschen, ne, mit Füßen oder so herum. Wenn irgendwas sein sollte, dann kannst du immer ruhig quatschen kommen, okay? Ich komme schon zurecht. Ich bin dir sehr dankbar, dass du den Job annehmen wirst. Kein Problem. Na gut, dann... Über die Details, wen ich nicht hier im Club haben möchte, sprechen wir dann noch. Alles klar. Ja. Bruce geht raus und dann tönt eine Stimme aus der Ecke von Samanthas Büro. Gute Wahl. Wer ist das? Ja, der Ex-Sheriff. Ja. Verzeihung, ich wollte nur sehen, welche Wege man brauchen könnte hier. Gut gemacht. Dankeschön. Magst du nicht vielleicht doch zur Einweihungsparty kommen? Nein, danke. Aber ich finde gut, dass du meinen Ratschlag befolgst. Auf bald. Bis bald. Verschwindet wieder in den Schatten. Ja, und draußen, Bruce, Anna lächelt dich an, als du rauskommst. Yes, den Prinzen und die Toreador finanziell abgezogen. Du bist der Beste. Was, die werden richtig bluten. Bruce, er hält dir so die Faust hin zu Brofist. 2000 Öcken, weißt du, was wir da... Davon können wir echt... Ich bin noch ein bisschen sprachlos, muss ich gestehen. Das war, glaube ich, irgendwie 2 Monatsverdienste. ich weiß gar nicht, ob das so zweifelsfrei geht, aber dann würde er halt auch vielleicht so ein bisschen blutschwitzend auf der Stirn so... Puh. Lass feiern gehen. Ja. Ich meine, in der Kneipe ist auch gerade was los. Kinder. Bruce und Anna gehen feiern. Also richtig feiern mit coolen Leuten. Mit der alten Dame. Ja. Ja, und bevor wir in den nächsten Tag reingehen, würde ich nochmal fragen, was machen Isaiah und Dr. Angela noch für den Rest des Tages? Isaiah würde sich gerne einen Nosferatu suchen. Wie macht man das denn? Ja, genau, das ist ein bisschen das Schwierige. Kannst du Joe gehen? Ja, genau, ich gehe auch noch mal den Club. Der findet mich bestimmt total super. Nein, aber Amanda war ja da, als ich ausgebuddelt wurde, ne? Ja. Vielleicht kann man die ja irgendwie finden. Im Notfall frage ich Sabra, wo man mit Amanda reden könnte. Ja, wenn du zu Sabra gehst, dann wird Amanda da sein. Ah, okay. ich trete ein. Ja, das war so ein bisschen irritiert, dass sie überhaupt da ist. Wohnst du hier? Nein. Gut, dass ich dich treffe. Ich wollte gerade nach dir fragen. Nach mir? Ja, du stehst dank deines Clans, sag ich mal, in dem Ruf, viel zu wissen. Und ist das so? Ich suche John. Du weißt ja, John. John Doe. John Doe, der Ventrue. Hast du das nicht in dieser Stadt? Ja, irgendwie sucht jeder nach ihm, aber keiner findet ihn. Weißt du, wo er nach dem Elysium hingegangen ist? Nein, nicht wirklich. Weißt du jemanden, der Interesse daran haben könnte, mit ihm
Wie zusammenzuarbeiten? Da die ganze Kamarilla dieser Stadt, die ihn sucht, denke ich, vielleicht die Anarchen? Würden die Anarchen mit einem Mentor zusammenarbeiten? Wenn sie verzweifelt genug sind? Aber ich habe momentan andere Probleme, als mich um einen entlaufenen Mentor zu kümmern. Ach, ja. Probleme, bei denen ich dir helfen kann? Könntest mir Joe vom Hals mal schaffen. Warum hast du Joe am Hals? Keine Ahnung. Frag ihn. Hast du dich mit ihm verkracht? Irgendwie so, wir sind nicht die besten Freunde. Ja, gut. Ich meine, ich habe Joe noch nicht gesehen. Ich bin auch nicht sein bester Freund. Aber deshalb muss ich ihn mir nicht vom Hals schaffen. Sagen wir, das beruht aus Gegenseitigkeit. Ja, okay. Ich denke, bevor ich mich mit dem Primogen, der Nosferatu, rumschlage, habe ich noch etwas kleinere Süppchen zu kochen. Nimm's mir nicht übel. Wenn ich was finde, womit ich dir helfen kann, gerne. Du siehst, gerne. Der Seneschall dieser Stadt hat es mit dem Primogen zu tun und das erfordert viel Zeit. Ja. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend beim Seneschalisieren. Viel Erfolg mit Joe. Kommt so ein bisschen näher. Deinen Sarkasmus kannst du dir sonst wohin stecken. Ich weiß, dass Sabra dich gerne mag, aber noch hast du nichts geleistet. Ich dagegen schon. Vorsichtig. Keine Frage. Ich sehe. Vorsichtig. Wenn ich nicht gewesen wäre, wärst du immer noch in diesem Loch. Also er hebt so abwehrend die Hände und sagt, hey, ich meine, da verstehe mich nicht falsch, ich bin dir bis unter beide Arme dankbar für das, was du alles für mich getan hast. Und ich möchte mich absolut als wertvolles Mitglied... Dann hätte ich gerne ein bisschen Respekt vor meinem Amt. Er wird von einem Moment auf den anderen ganz ruhig. Und man merkt so, wie er sich merklich gerade aufrichtet. Die Arme gehen so ganz gerade am Körper runter. Er zieht seinen Sakko gerade und sagt, bitte verzeihen Sie mir. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und dann dreht er sich um und geht. Einen schönen Abend. Es gibt immer noch welche, die größere Fische sind als ich. Man muss auch anerkennen, wenn jemand die dickeren Eier hat. Und das ist halt so. Ja, mit Frauen kann Eis ja generell nicht so gut. Ja, aber mit Sabra läuft das super. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ja. Dann wird es ja versuchen, ein bisschen ein Ohr auf den Boden zu kriegen und herumfragen, ob irgendjemand John irgendwo gesehen hat. Und eigentlich könnte er auch auf das Gebiet der Anarchen fahren. Ne? Man muss halt nur fragen, ob man da sein darf. Mhm. Okay. Fragen wir aber erstmal bei Dr. Angela nach, was sie noch zu tun hat. Also, die wird wahrscheinlich so die erste Stunde einfach nur am Schmollen sein. Genau so. Und danach versucht ja momentan immer noch irgendwie so Fuß zu fassen, eventuell im Krankenhaus der Stadt. Und sie hat jetzt schon herausgefunden, dass es die Malkavianer sind, die eben das Gebiet drumherum
besitzen und würde deswegen zu der einen Malkavianerin gehen, die sie kennt, mit der sie auch bisher eigentlich eine ganz gute Beziehung, wenn man das so nennen möchte, hatte, und zwar zur Sarah, die ja im Obdachlosenheim arbeitet. Ja. Ja, die sitzt da wie immer am Empfang, die Füße mit den Cowboy-Stiefeln wieder auf dem Tisch, Arme verschränkt, macht so mit den so ein Kaugummi zwischen den Zähnen. Ja, dann würde ich halt anklopfen, eventuell auch wenn die Tür offen ist, einfach so an den Türrahmen klopfen und so: Hey, Sarah, hast du gerade eine Minute? Oh, Angela, komm rein. Ja, dann würde ich brauchst das tun. Brauchst du wieder in das Zimmer? Nein, das tatsächlich nicht. Ich habe ja jetzt zum Glück eine ganze Menge Platz für mich alleine gerade. Was ich dich aber fragen wollte, ob ich bei dir einziehe? Naja, wenn du das möchtest, kannst du gerne in das Bürogebäude einziehen, aber es ist nicht wesentlich hübscher als hier. Alles ist hübscher als hier. Warte, ich pack sofort zusammen. Aber warte, das, was ich dich eigentlich fragen wollte, ich würde ganz gerne in dem Krankenhaus hier anfangen. Und ich habe gehört, dass das so euer Gebiet ist. Weißt du vielleicht, ob jemand da Einfluss auf das Krankenhaus hat von uns und mich da reinkriegen könnte? Das Krankenhaus ist Franks Sache. Okay, Frank wie? Graham? Richtig. Ach, diese ganzen Namen muss ich immer noch alle merken. Okay, und... Ja, ist ja nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen, wenn alle immer mit A anfangen. Richtig. Und sie kratzt sich ein bisschen am Kopf. Und meinst du, er wird mich da eventuell irgendwie als Ärztin reinschmuggeln können? Ich weiß nicht. Eigentlich hält ja das Krankenhaus sehr vampirfrei. Verständlich. Er aber wäre cool, wenn er meint immer, genau wie das Obdachlosenheim hier, manche Gebiete müssen für die Menschen einfach ein Zufluchtsort bleiben, damit sie sich erholen können, damit wir wieder von ihnen trinken können. Das verstehe ich voll und ganz. Aber sagt ja niemand, dass ich dir nicht bei helfen kann, dass es den Menschen wieder besser geht. Ich habe auch nicht vor... Ja, aber du hast recht, wahrscheinlich muss ich da am ehesten mit ihm drüber reden. Immerhin hast du einen Doktortitel, ja. Vielleicht hilft das. Richtig, ja. Ich habe auch schon einige Zeit gearbeitet als Doktor. Cool. So richtig mit aufschneiden und so? So richtig mit aufschneiden, auch wenn ich das nicht ganz so häufig getan habe. Nice. Aber ich kann es theoretisch. Ach, gibt Angenehmeres? In einem Krankenhaus? Ja. Auch in einem Krankenhaus. Wollte auch immer Ärztin werden. Ich habe früher immer diese Arztsendungen geguckt. Ja, ich glaube, da haben einige... Sind die einige... Chefärzte wirklich alle so knackig? Die ersten paar Jahre schon und später nicht mehr. Ich hatte da auch einen sehr attraktiven jungen Chef, relativ gut gehaltener Chefarzt in meiner ersten Stelle. Leider war er verheiratet. Aber kein Grund, aber kein Hindernis. Ah, nee. So bin ich nicht drauf. Also, ich weiß nicht, du kannst Frank ja mal fragen gehen. Aber wie ich schon sagte, der ist da etwas eigen. Ja, gut. Da ich das gerade nicht weiß, kannst du mir sagen, wo ich den finden kann am ehesten? Ja. Moment. Ist seine Adresse nicht auswendig? Nenn dir dann eine Adresse, nachdem sie irgendwie in so
in ihrem Handy gesucht hat. Okay, cool. Obwohl, nee, sie wird kein Handy haben. Sie wird eine Brieftasche haben, dann unsere Karte oder was auch. Ja. Okay, danke. Dann weiß ich, Driften wir gerade nach ASI-TV-Sendern ab. Okay. Also, wie gesagt, von mir aus kannst du in das Bürogebäude einziehen, aber es ist wirklich ziemlich uncool. So, weiß ich nicht. Außerdem ist dann hier doch niemand mehr, oder? Naja, ich möchtest arbeite hier dann Leute weiter, aber ich meine, ich habe nur so eine kleine Butze irgendwie. Ich bin immer ziemlich alleine. Wobei, dann wärst du alleine in einem ziemlich riesengroßen Gebäude. Ach, du bist dann nicht da? Nicht immer, beziehungsweise ich suche eigentlich gerade nach einem anderen ach so. Wohnort. Voll enttäuscht. Aber ich kann dir Bescheid sagen, wenn ich ein schönes Haus oder so gefunden habe, wo ich einziehe, wenn du nicht alleine sein möchtest. Und dann darf ich da mitwohnen? Ja. Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Cool. Ich wohne mit einer Primogen zusammen. Aber wie gesagt, ich bin momentan auch noch am Suchen. Aber ich sag dir dann Bescheid. Ah, okay. Da muss ich erstmal einen Plan machen, mit Mr. Graham zu reden. Schöne Grüße von mir. Werde ich ihm ausrichten. Vielen Dank. Und dann, ich habe mir auch so ein paar Notizen halt gemacht und dann stecke ich auch mein Notizbuch weg und dann bin ich für heute aber schon wieder weg und viel Spaß noch beim Fernsehschauen und dann macht das Fernsehen wieder an. Ja. Dann gehe ich wieder weg. Ich glaube nicht, dass ich am heutigen Tag den Frank aufsuchen werde. Aber ja, dann mache ich schon weit fortgeschritten, ja. Genau, dann mache ich aber zumindest Pläne. Schau mir mal irgendwie einen Stadtplan an, wo genau das ist. Und, ja. Ja. Kommen wir zur Nacht von 31. auf den 1. Einmal ein Rouse-Test für den Hunger. Es ist ein geschaffter Test von Bruce. Irgendwie ist gar nicht mehr im Roll20 drin. Ah, doch, wohl. Doch. Irgendwer fehlt. Ah ja, Isaiah fehlt. Isaiah möchte heute nicht mit uns würfeln. Aber Sam ist hungriger geworden. Nein, ich bin eine 8 hungriger geworden. Ich bin jetzt so gottgleich, ich muss nicht mehr würfeln. Ach nee, dann, genau. Sam hat einen Success und Angela hat keinen gemacht. Aber der Isaiah hat auch keinen Hunger mehr. Sehr gut. Ja, wie gesagt, es ist die Nacht, wo wahrscheinlich die Menschen heute ordentlich unterwegs sind. Umso schlimmer, wenn ihr keinen Hunger habt, weil ihr heute könntet ihr gut abgreifen auf der Straße. Ja. Und Sam hatte Pnava also eine Einladung zukommen lassen. Dann wird der am frühen Abend mit so einer Limousine vorfahren. Ja, wenn er das bestätigt hat, dann würde ich auch, hätte ich auch Bruce und Anna Bescheid gesagt, dass die mit dazukommen. Oh. So war ja die Abmachung. Mhm. Ja. Kommt ihr da hin, Bruce? Wobei Bruce auch immer noch echt so nicht ganz weiß, was er denen dann jetzt erzählen soll. Das war ja so Ellas Idee, dass sie die da fragen sollen. Ja, wir können ja ausmachen, dass ich ihm die Fragen stelle, die du ihm eigentlich stellen wolltest als Harpie. Top, ja. Aber ich hätte gerne jemanden dabei, der schon mal irgendwie mit ihm näher zu tun hatte. Ja, leider. Ja, dann vermutlich auch ein bisschen früher da gewesen sein. Also Anna und Bruce. Bevor die alle auflaufen,
würde ich gerne mit Sense the Unseen gucken, ob wir auch alleine in diesem Büro sind. Ja. Einmal Wits Awareness. Und dann wahrscheinlich Auspecks dazu. Ich schau gerade. Hier steht Wits und Auspecks. Ja, dann Wits und Auspecks. Gut. Immerhin einer. Ja. Also, du bist allein. Gut. Dann empfangen wir doch mal Mr. Pranava. Der kommt mit seinem Gehstock, einem breiten Lächeln auf dem Gesicht. Schaut sich so um. Tut mir leid, es ist noch ein wenig Baustelle, aber es wird. Ah. Es wird. Meine untertänigsten Grüße. Herzlichen Glückwunsch zu der neuen Stellung. Dankeschön. Was verschafft mir die Ehre der Einladung und noch dazu der Anwesenheit von Mr. Warren? Das freut mich äußerst. Schön, Sie wiederzusehen, Mr. Warren. Hallo. Ja, ich würde Sie gerne etwas fragen. Fragen? Dann fragen. Nun, Sie wissen ja um die besonderen Umstände dieser Stadt. In welche? Nun, dass unser eins Schwierigkeiten hat, beziehungsweise es ist unmöglich, diese Stadt zu verlassen. Ah. Ja. Nun, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie aber die Stadt in der Vergangenheit verlassen haben. Das ist richtig. Nun, mein Sire hat dieses Kunststück ebenfalls vollbracht. Aber er konnte mir leider nicht erklären, wie er es geschafft hat. Ah, das ist tragisch. Ich hätte allerdings großes Interesse daran, diese Stadt zu verlassen. Oh, dabei habt ihr doch gerade erst eine äußerst hervorragende Stellung hier. Ja. Aber es wäre einfach gut zu wissen, ob es da Möglichkeiten gibt. Schon allein, weil ich die Befürchtung habe, dass dieser Club hier auch Vampire von außerhalb anziehen wird. Und wie ihr euch vorstellen könnt, irgendwann wird diese Stadt zu klein für uns. Ja, das Problem der Überbevölkerung. Nun, ich fürchte, nach dem einfachen Weg hier raus, den Sie suchen, den kann ich nicht bieten. Es ist nicht so, als ob ich eine Tür aufschließe und einfach die Leute herauslassen könnte. Ja, Bruce V. schaut sehr, sehr fragend jetzt in seine Richtung, so auffordern auch. Es ist eine gefährliche Sache. Deswegen gehören solche Informationen eigentlich nur in die Hand fähigeren Kainiten. Und was qualifiziert einen für dieses Wissen? Oh. Ich denke nicht, dass irgendein Anwesender hier sich dafür qualifiziert sieht. Es ist Geheimwissen von Haus und Clan. Richtig. Nun, wie konnte Andrew dann dieses Wissen erlangen?
Das ist mir ein Rätsel. Aber selbst wenn ich es wüsste, würde ich es so wahrscheinlich nicht verraten. Aber ihr kennt ihn auch von früher, oder? In der Tat. Dann könnt ihr mir vielleicht so ein wenig über ihn erzählen, was er hier in der Stadt gemacht hat, als er das erste Mal hier war. Oh, ich kenne ihn nur flüchtig. Wusste auch beim ersten Zusammentreffen. Ich wusste, irgendwoher kenne ich dieses Gesicht, aber mehr und besser kannte ich ihn nicht. Das ist seltsam, weil ich habe das so das Gefühl, dass ihn jeder in dieser Stadt hier kennt und manche ihn auch gar nicht so flüchtig kennen, wie sie behaupten, aber darauf angesprochen. Das kann natürlich sein, aber ich bin nun mal nicht aus dieser Stadt. Ich bin nur hin und wieder hier. Für Geschäfte. In- und Export. Haben diese Geschäfte vielleicht zufällig etwas mit den verschwundenen Kindern zu tun? Welche verschwundenen Kinder? Es gab da einen Artikel in der Zeitung. Ah, es gab viele Artikel in der Zeitung. Nun, Sie spezifizieren ja Ihre Import-Export-Geschäfte selten näher. Ich weiß, aber ich bin auch niemandem Rechenschaft über meine Geschäfte schuldig. Es wäre aber schon spannend zu wissen, mit was ihr so handelt. Ich schätze mal, der Prinz weiß mehr über eure Geschäfte. Der Prinz weiß, was er wissen muss. Ich gucke Bruce mal an. Ja, der sitzt halt auch so knirschend mit den Zähnen so und beobachtet den halt. Merkt man dem irgendwie an, dass der irgendwas gerade jetzt nicht erzählt, wie so. With some insight. Oh Gott. Witz und Insight. Ja, ich nehme mal einen extra Würfel. Ja, Rose Test. Aha. Ja, und dann geht hoch. Ja. Ein Erfolg. Er hält nichts zurück. Ja, sie ist dann noch im ersten Moment, wie Bruce ihn so wirklich so von oben bis unten begutachtet, und dann schaue ich so in deine Richtung und schüttle so den Kopf. Haben Sie mich jetzt hierher gebracht, um mir irgendwelche Anschuldigungen vorzubringen? Ich würde irgendwelche unlauteren Geschäfte treiben mit menschlichen Kindern. Uns ging es vor allem darum, zu wissen, wie Sie hier rausgekommen sind. Und wie ich schon sagte, das ist ein Geheimnis von Haus und Clan. Und seit die Pyramide gefallen ist, müssen wir unsere Geheimnisse umso, wie so leid es mir tut, besser schützen. Ja, wie Sie meinen. Aber selbst wenn ich euch verraten würde, wie es funktioniert, ihr hättet keine Chance, das zu tun, denn ihr seid nicht fähig, Magie zu wirken. So viel will ich verraten. Dann frage ich mich immer noch, wie es Andrew geschafft hat. Oh, vielleicht hat er einen Weg gefunden, Magie zu wirken. Vielleicht konnte er das. Hat er einen tremerischen Freund? Tja, dieses Geheimnis hat er wohl mit sich genommen. Zu schade.
Wo steht er so und beobachtet ihn irgendwie? Ach, ich hätte da noch eine Frage. Ja, Mr. Warren. Ich war vorletzte Nacht auf einem Spaziergang in der östlichen Wüste. Und ich dachte da irgendwie, sie irgendwie gesehen zu haben. Ist das möglich? Oh, natürlich. Vor 2 Tagen war ich, glaube ich, dort, ja. Finde ich fragen darf, wie sie wirken, nicht jemand wie jemand, der Spaziergänge macht. Nicht? Oh, ich liebe Spaziergänge. Ganz alleine? Ja, ich habe wenig Freunde in dieser Stadt. Und wer waren dann die anderen beiden Personen? Oh, ich habe mich ordnungsgemäß angemeldet bei den Inhabern des Gebietes. Ich habe nur aus der Entfernung Geschreie gehört und, naja. Sie waren nicht sonderlich erfreut darüber, dass ich in ihr Territorium gegangen bin. Es gab eine kleine Auseinandersetzung und dann bin ich gegangen. Auseinandersetzung? Naja, sie sind ziemlich wütend geworden, dass ich da bin und ich möchte mich nicht mit Brucha-Fäusten anlegen, wenn es sich vermeiden lässt. Und dann? Bin ich nach Hause gegangen. Es wäre mir schwer zu glauben, dass sie einfach haben gehen lassen. Und sie haben mich gehen lassen. Sehe ich da aus, als könnte ich eine Auseinandersetzung mit einem Brucher überleben? Begutachtet ihn so von oben bis unten, so ein bisschen abscannt. Vom Äußeren her zumindest nicht. Aber gut. Wieso fragen Sie diese komischen Fragen? Weil ich sie gesehen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass... Darf ich mich nicht irgendwo in dieser Stadt aufhalten? Ich fand es so ungewöhnlich. Hätte sie nicht darauf eingeschätzt, dass sie einfach so tief in die Wüste gehen. Oh, ich mag die Ich hätte sie mehr für den hätte sie mehr für den Städter gehalten. Oh, beides ist sehr schön. Aber in der Wüste gibt es Ruhe und Frieden und Sand. Immerhin da stimme zu. Sand? Sand. Dafür ist es eine Wüste. Er schüttelt also den Kopf ab. Ja. Wie auch immer. In- und Export, Mr. Warren. Sie glauben gar nicht, wie beliebt Sand aus einer Wüste ist, wenn man ihn genug verkauft. Nein, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich habe schon genug damit. Stellen Sie sich vor, Sand. Ich habe durchaus schon oft und viel Sand gesehen in meinem Leben, ja. Kann es mir sehr gut vorstellen. Wissen Sie, Sand ist eine Ressource, die wir in Zukunft sehr teuer verkaufen werden. Und diese kleine Stadt ist in der Lage, viel Sand zu haben. Schau so ein bisschen verwirrt in die anderen Gesichter. Wie Sie meinen. Ja, wissen Sie nicht, in Europa gibt und vor allen Dingen in Asien gibt es Sandknappheit. In Asien werden einige Flussbette ausgebaggert, nur um Sand zu schöpfen. Interessant. Da sind Sie der Experte wohl drin. Und in meiner Heimat wird dieser Sand weiter aus den Händen gerissen für viel, viel Geld. Ja, und aber dabei geht es doch eigentlich um speziellen Sand. Du musst ja auch die richtigen Eigenschaften haben, um damit bauen zu können. Richtig. Und der Sand in dieser Wüste ist exquisit. Ich sag ja, wenn man den richtigen Verkaufswillen hat, kann man ihn sehr gut an den Mann bringen. Oder an die Frau. Aber jetzt habe ich Ihnen doch mein Geschäftsgeheimnis verraten.
Nun, ich habe nicht vor, ins Sandgeschäft einzusteigen und ich glaube auch nicht, dass Mr. Warren dieses anstrebt. Oh nein. Das ist gut für mich. Aber Sie haben mich jetzt nur hierher gebracht, um mir irgendwelche wirren Anschuldigungen entgegenzuschmeißen und bin ein bisschen erschüttert. Nein, eigentlich haben wir uns hauptsächlich dafür interessiert, wie Sie es geschafft haben, die Stadt zu verlassen, aber... Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen. Wirklich von ganzem Herzen. Die Menschen dieser Stadt sind alle so bemüht und doch kann einem keiner weiterhelfen. Falls Ihnen vielleicht doch noch etwas zu Andrew einfällt, ich würde mich freuen, wenn Sie mich das wissen lassen. Gerne, ich, wie gesagt, ich kenne diesen Andrew leider viel zu wenig. Von dem wenigen, was ich von ihm mitbekommen habe, halte ihn für einen äußerst edlen Kerl. Stimmt es, dass Sie sein Kind sind und die Verbindung aufgekündigt haben? Darf ich fragen, warum? Stimmt, dass ich sein Kind bin und dass sich unsere Wege getrennt haben? War er böse? Nein, es war einfach an der Zeit, meinen eigenen Weg zu gehen. Und er wollte das nicht. Er hat es mir angeboten. Oh, dann ist er umso ehrenvoller, hätte ich ihn nicht eingeschätzt. Sie können sich glücklich schätzen, einen solchen Erschaffer zu haben. Oder gehabt zu haben. Verzeihung. Deshalb würde ich ja gerne mehr über ihn und seine Vergangenheit erfahren. Soll ich einmal ein bisschen mich umhören? Das werde ich selber tun. Ich muss zugeben, es macht mich schon neugierig. Den Erschaffer, sein Kind in die Freiheit entlässt, einfach so und dann so wir nichts, dir nichts, elend auf dieser Bühne geköpft wird. Eine tragische, wirklich schlimme Geschichte. Ich liebe schlimme Geschichten. Ich sammle Gruselgeschichten, müssen Sie wissen. Nun ja, damit haben Sie eine schöne Gruselgeschichte hautnah miterleben können. Ja, und das... Ich wäre Ihnen trotzdem verbunden, wenn Sie Ihre Freude darüber in meiner Gegenwart vielleicht... Oh, Verzeihung. Etwas. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Im Gegenteil. Wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, um den Schmerz zu lindern, dann wenden Sie sich vertrauensvoll ruhig an. Leider ja nicht. Danach hatte ich Sie ja schon gefragt. Ja, diese eine Sache ist leider nicht verkäuflich. Nun, ich hoffe, ich werde Sie zur großen Eröffnungsparty hier wiedersehen. Oh, wann wird es denn soweit sein? Ich schätze mal, 4 bis 6 Wochen wird es schon noch dauern, aber... 4 bis 6 Wochen. Ich weiß nicht, ob ich dann noch hier sein werde, aber wenn... Ich finde diese Stadt, wie gesagt, sehr schön und ich würde mir eigentlich wünschen, hier länger zu verweilen. Dann... Aber die Geschäfte ziehen Sie weg? Ich weiß noch nicht, es sind halt 6 Wochen. Es kann sein, dass meine Geschäfte bis dahin hier erledigt sein werden oder dass ich mich hier niedergelassen habe. Das liegt leider nicht ganz in meiner Hand. Ich müsste auch noch mit Miss Ortiz sprechen und mit Miss Guerrero. Immerhin bin ich noch nicht sonderlich lange hier und... Und möchte niemandem zur Last fallen.
Nun ja, vielleicht können wir die Baumaßnahmen ein wenig beschleunigen. Wenn Sie guten Sand benötigen, wissen Sie, wen Sie rufen müssen. Naja, das Grundgerüst steht ja. Es ist ja mehr der Innenausbau. Ach so. Ich bin nicht der Experte für Bau, ich bin Experte für Sand. Nun, ich glaube, Sand werden wir hier im Club nicht benötigen. Ah. Wie schade. Ich hätte Ihnen einen guten Preis gemacht. In einer Wüste kann man niemanden mit einem Beach-Bereich wirklich locken. Oh, wenn Sie wüssten. Mein Sire hat damals gesagt, Kühlgeräte für Eskimos. Wenn du das schaffst, dann hast du es geschafft. Nun, ich bin eher in die Sandbranche gegangen, aber ich denke mir, Sand für einen Wüstenbewohner. Der Sand wäre okay, wenn auch noch der Pool dazu da wäre, aber... Ich sehe, Sie haben Potenzial für Marketing. Wir haben nur keinen Platz im Außenbereich für einen Pool, der angemessen wäre. Wenn sonst nichts mehr ist und keine weiteren Fragen zu meinem Vorgehen in dieser Stadt sind, hoffe ich, dass Sie mir noch Zeit lassen, die Feierlichkeiten für diesen Tag ein bisschen zu nutzen. Aber natürlich. Es war schön, Sie wiederzusehen, Mr. Warren. Ich vermisse ein bisschen meinen besten Fahrer, den ich jemals hatte. Das ist eine Brau hoch und lüfte so meine Schiebermütze. Wie ist das Haus, wenn ich fragen darf? Gut. Man hat sich eingelebt. Ich empfehle mich. Dreht sich um und läuft mit seinen Absatzschuhen nach draußen, dass man ein lautes Klacken hört. Bruce würde mal sich einen Moment Zeit nehmen für sich selber, mal kurz schweigen und mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob er sich damit auskennen könnte. Er hat ja nun mal quasi ein halbes Bio-Studium mal gehabt. Kennst du damit immerhin so ein bisschen mit so Vegetation und sowas aus? Mhm. Ist der Sand hier wirklich irgendwie so speziell, dass man ihn verkaufen könnte? Weil, dass man quasi eine klasse Sachen aus, sicher, aber dieser Wüstensand, das kann er sich eigentlich nicht vorstellen. Ja, mach das mal eine Probe auf Intelligence also ich könnte halt, und ich könnte halt a Science halt anbieten, aber ja, nicht halt. Intelligence and Science. Ich würde gerne einen Punkt Willenskraft ausgeben. Mhm. Kannst du. Wie viel Hunger hast du gerade? 2. Kann ich die 3 und die 5 wiederholen? Ja, kannst du 2 Würfel wiederholen, ja. Ja, immerhin. 4 Erfolge. Normalerweise braucht man keinen Wüstensand für Bausachen, also das ist irgendwie Unsinn. Mhm. Das ist das, was Sam schon sagte, ist wohl richtig, also dass man besonderen Sand für das Baugeschäft braucht. Das wusste halt Bruce auch, deswegen hat er sich so, also eventuell hat er ja mal was davon gehört, ob der wirklich hier so besonders ist, aber er hat sich ja auch mal, als er hier hingekommen ist, mal wirklich intensiv über den Ort, soweit es halt geht, informiert. Also, ne, ist halt also hier gibt's auch, keine Firma oder sonst irgendwas, die Sand irgendwie abschippen würde oder sowas. Kein Steinbruch oder sowas. Er lebt ja auch schon 4 Jahre hier, also das ist halt irgendwie absoluter Nonsens. Und dann würde er wirklich einige Momente warten, bis er wirklich die Limousine wegfahren hört. Mhm. Ich habe noch nie so viel Bullshit aus einem Mund gehört. Sand. Was hat der Kerl hier zu schaffen? Ich würde interessieren, warum Sabra ihn deckt.
oder ihm die Erlaubnis gibt, hier zu sein. Irgendwas muss sie ja auch davon bekommen. Wie oder vorher würde, Veronica. Wie er sagen würde, In- und Export vermutlich. Mhm. Und man sieht wirklich so diesen Ekel in seinem Gesicht von dem Typen. Weil immerhin mit den Kindern scheint er die Wahrheit gesagt zu haben. Wie ich das einschätzen kann. Aber er ist mir trotzdem nicht geheuer. Und das hat nicht mal was mit seinem Aussehen zu tun. Immerhin hat er bestätigt, dass irgendwie Magie im Spiel ist. Mhm. Schade, dass Ronan das nicht kann. Müssen wir nochmal mit ihm drüber reden. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, irgendwie jeder kennt Andrew. Wenn man dann aber näher nachfragt, ja, nur flüchtig. Aha. Das ist auch komisch. Das ist eigentlich für einen Vampir ziemlich gut, wenn man so mal so überlegt. Ja, wenn dir jemand anders in den höchsten Tönen, ach, wenn du so ein Zeier hast und ach, ganz toll, und dann fragt man mal genauer nach. Ja, nee, eigentlich kannte ich nicht wirklich so. Okay. Ich weiß nicht, hast du mal hier alle nach ihm gefragt? Ich bin noch dabei. Was ist denn mit diesem Graham-Typen? Den habe ich sowieso noch nie gesehen. Mit dem wollte ich mich auch noch unterhalten. Angela ist vor dir da. Ich weiß aber nicht. Ja. Das mit diesem Graham-Typen ist speziell. Warum? Schau so zwischen Samantha und Anna hin und her. Kennst du ihn nicht noch? Schau mal zu Anna. Ich habe mich nicht sonderlich mit Malkavianern abgegeben. Warum? Ist nicht gut für die geistige Gesundheit. Nun, das Problem ist, dass seine Familie vielleicht den Typen finanziert hat, der mich verfolgt hat. Was? Wie? Woher weißt du das? Ich habe ihn danach gefragt, woher er das ganze Geld hat. Okay. Und der Graham hat ihn finanziert, oder wie? Er wurde von einer Sarah Graham. Sie war seine Gönnerin. Okay. Das ist weird. Aber noch ein Grund mehr für dich, da hinzugehen. Ich meine, ich habe die nächsten Tage eh nicht so viel vor, ich würde mitkommen. Dann kann ich quasi, wie ich das verstanden habe, habe ich jetzt auch ein paar Pflichten. Als Kind der Primogenen könnte ich mich ja mal vorstellen. Oder wir laden ihn auch hierher ein. Um ihm schon mal zu erzählen, was mit dem Club geplant ist. Und ich meine, du bist der Sicherheitschef des Clubs, ne? Ja, natürlich. Klar. Und ich meine, nachdem wir einen für die ortsansässigen Kainiten einen gewissen Verhaltenskodex für das Trinken hier im Club festlegen wollten, macht es ja eigentlich nur Sinn, diese schon mal mit den Primogenen, also die Primogenen schon mal vorab darüber zu informieren, was hier geplant ist. In Bezug auf den Verhaltenskodex. Oder? Dann lad doch direkt alle ein. Dann fällt es nicht so auf, dass du nur ihn bestellst. Ja, ich lade dann alle ein, aber nicht alle auf einmal. Warum nicht? Hat ein bisschen was Persönlicheres. Sonst wird das so abgefrühstückt. Ja, vor allem möchten wir vielleicht prinzipiell mit den Primogenen noch ein paar Worte wechseln, die nicht unbedingt für die Ohren der jeweils anderen Primogenen. Ist ja nicht, dass man das nicht machen kann. Aber ich kann nicht alle hier in dieses kleine Büro bestellen. Wir können ja einen Rundgang machen unten.
Jetzt müssen die Bauarbeiten noch ein bisschen weiter fortgeschritten sein. Du bist die Harpie. Ich werde mal darüber nachdenken, Anna. Naja, aber es hat noch ein bisschen Zeit. Warten wir mal lieber bis nächstes Jahr. Das ist ja nicht mehr lange. Ja. Oh Gott. Eine Stunde. Diese Witze habe ich als Mensch schon irgendwie sehr seltsam gefunden. Von wegen, haha, ich gehe erst nächstes Jahr wieder duschen und so. Na, ich habe es versucht. Apropos, was machst du heute Abend noch? Ich werde hier bleiben. Okay. Und ich werde. Du weißt, wo wir hingehen werden. In den Pub. Klar. Gibt immer schon was zu feiern. Wenn du nicht alleine sein willst, dann komm vorbei. Ich bin nicht alleine. Ich würde auf ein Regal zeigen, wo die eine dir wohlbekannte Vase steht. Ich meinte unter Lebenden. Unlebenden. Unlebenden. Nein. Bruce schaut so ein bisschen entschuldigt zu Boden. Ich habe hier noch einiges zu tun und. Klar, dann. Sehen wir uns nächstes Jahr. Bruce würde dann so beschämt. Er so rausschieben wollen. Gehen wir schon mal, ne? Fängt ja gleich an. Übertreibt's nicht. Beim Feiern. Ja, klar. Ja. Und so gehen Anna und Bruce wieder zum Pub feiern, weil der Jahreswechsel muss ja gefeiert werden. Dr. Angela bemühte sich um ein Treffen mit dem Malkavianer Primogen. Über die Feierlichkeiten an Silvester ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Und Isaiah streift durch die Stadt auf der Suche nach einem Nosferatu, den er ansprechen kann. Und mal gucken, vielleicht trifft er ja Wanze beim nächsten Mal irgendwo. Er scheint ja ziemlich bedacht darauf zu sein, gefallen, irgendwie sich zu ergattern. Mal gucken. Es ist eine Sache für das nächste Mal, weil wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir schon am Ende für heute. Eigentlich wollte ich das neue Jahr irgendwie größer feiern, aber mir haben die Gespräche so gut gefallen, dass wir sie etwas ausführlicher haben. Machen müssen. Ja. Beim nächsten Mal dann können wir die Folge, keine Ahnung, Böller und Raketen nennen oder so. Und dann, weiß ich nicht, kann Bruce mal seine Waffe ausprobieren oder so. Tja, macht auch viel Krach für Silvester. Peng, peng. Ja, ich weiß nicht, ob das in Texas noch so gemacht wird an Silvester, dass man in die Luft schießt. Ich fürchte, ja, aber... Wir haben das aber also hier bei uns auch schon mal gemacht. Okay. Mit einer Schreckschusspistole, also offensichtlich keine Patronen, aber... Ja, okay. Just saying. Ja, sehr schön. Es gibt sogar extra so lustige Pfeif-Munition, die nur dafür da ist, für Schreckschusspistolen tatsächlich. Okay. Zumindest gab es damals sowas. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen, sag ich mal. Und für euch da draußen vielen Dank fürs Zugucken. Falls ihr es später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Kommentar unten drunter und wenn ihr schon mal da seid, vielleicht einen Daumen hoch. Wäre ganz nett. Und gleich geht's für die Patreons noch weiter in dem Aftershow-Talk. Falls ihr uns unterstützen wollt, geht doch mal auf meine Patreon-Seite. Dann findet ihr da einiges Informationen. Moment. Zack. Da ist die Adresse. Und ja, wer das nicht will, der ist einfach vertröstet auf in 2 Wochen. Da geht es nämlich weiter mit Blood and Sand und dann mit Böller und Raketen. Ich finde den Folgentitel ganz gut. Ja, und
Über der Feramin läuft die ganze Zeit die Adresse durch vom Nerdpol. Wenn ihr da Interesse habt an Rollenspielrunden wie dieser hier, da gibt es einen großen Eventkalender, da findet ihr fast jeden Tag, also eigentlich jeden Tag, eine Rollenspielrunde so ähnlich wie die hier, aber nicht nur in Vampire, auch andere Sachen, D&D, DSA, Pathfinder, alles, was ihr euch so denken könnt. Und wenn ihr da irgendwie sagt, oh, mein System des Herzens ist da nicht dabei, dann leitet doch selbst was, stellt es rein und dann ist es da. Das 10. Gut. So einfach ist das. Genau, so einfach ist das. Araiguma, bist du immer noch Koali exklusiv? Selbstverständlich. Ich kriege es ja manchmal hin, meine Hintergrundgeschichte zu schreiben, wie wir kürzlich noch mal festgestellt haben. Da habe ich nicht, vorher kann ich keine weiteren Commitments aufnehmen. Von daher, ja. Das hat Priorität. Vielleicht sollte doch der Chat die Hintergrundgeschichte für Isaiah schreiben. Dabei kommt ein Gruseliges heraus, ja. Oder die Patreons. Mal gucken. Ja. Kako, wann sieht man denn was von dir das nächste Mal und wo? Morgen. Direkt morgen 20 Uhr oder Viertel nach 8, je nachdem, wie ich von der Arbeit wegkomme, sieht man mich wieder auf dem Kanal von Mischka RPG und Quantum Place. Da spielen wir Schattenjäger weiter. Warhammer 40k, Schattenjäger. Eine immer wieder ganz heitere Runde im düsteren 40k-Universum. Oh ja. Und Lindio, wo sieht man dich das nächste Mal? Ich glaube, diesen Freitag auch bei Kako mit Starfinder weiter. Mhm. Yep. Starfinder. Genau. Also wieder Science Fiction? Genau. Science Fiction. Starfinder, die Science Fiction-Variante von Pathfinder. Quasi, genau. Ja. Hätte da, ist das die Runde, wo ihr denn diesen intergalaktischen Zoo habt? Oder ist was anderes gewesen? Intergalaktischer Zoo? Nee, nicht, dass ich... Also, zumindest steht es nicht in meinem Abenteuer drin. Also, ich weiß, es geht um eine Runde, wo ihr so einen Zoo hattet. Ich weiß nicht mehr, ob das das war oder was anderes. Ja. Egal. Nee, ist was anderes. Kennst du mehr Runden als ich, sehr gut. Sandy. Tut mir aber leid. Alles gut. Vielleicht war es auch jemand anderes. Es gibt so viele Runden. Das stimmt. Nein, wir waren auf einer Farm und haben ein seltsames Biest gesucht. Vielleicht hast du das als Zoo interpretiert. Ich weiß es nicht. Das könnte sein, ja. Naja, gut. Starfinder. Unbedingt gucken beim Kako auf dem Kanal. Wenn ihr übrigens auf YouTube guckt, dann ist über der Feramin so ein I in der Ecke. Da könnt ihr draufklicken, dann findet ihr die Links zu allen Kanälen. Aber Feramin, wann gibt es das nächste Mal was von dir? Erst am 25. November wieder. Und zwar Vampire Dark Ages bei Rerehe. Ja. Genau. Super Sache, Vampire Dark Ages. War ein ganz anderes Setting als das in der Moderne von Texas. Sehr anders, ja. Sehr anders. Okay. Ja, und falls ihr alle Streamer vom Nordpol sucht, auch da nochmal jetzt hier falsche Command. Moment. Zack. So, da sind nochmal alle Kanäle auf einen Blick. Da könnt ihr mal rumstöbern auf YouTube und auf Twitch. Vielleicht findet ihr was Tolles für euch. Von mir, Koali, wann gibt's das nächste Mal was von mir, Saiki? Gute Frage. Könnt ihr unten drunter gucken. Da ist der mein Streamplaner. Eigentlich müsste ich das nächste Mal zu sehen sein am Donnerstag. Da gibt es mich sogar doppelt zu sehen. Einmal live und einmal nicht live. Einmal live bei Mischka mit Earthdawn und einmal nicht live als Aufnahme beim Hampelstielchen mit Cult Divinity Lost. Also da habt ihr volle Dröhnung und da switchen oder auf zwei Monitoren gleichzeitig Koali gucken oder so. Und auf diesem Kanal geht's nächste Woche Sonntag weiter mit der Phileason-Saga. DSA 5. Genau. Ja. Hoffe, das hat dir geholfen, Saiki.
falls du mal wieder öfters reinschauen wolltest. Toll, dass du übrigens mal wieder hier bist. Finde ich super toll. Ja, und bevor wir jetzt hier Tschüss sagen, gucke ich nochmal, ob ich euch irgendwo anders hinschicken kann. Ach, guck mal hier, ich habe irgendwie den Raidicher mit euch im, habe ich letztes Mal schon mal den, Bumble Bituna. Der spielt Heroes of the Storm und hat 0 Zuschauer. Komm, ihr geht jetzt da alle darüber und sagt Hallo. Deswegen, ja, also alle rübergehen und kurz Hallo vom Koali sagen, schön grüßen, dann freut er sich bestimmt. Er ist ein ganz netter Typ. Der hat immer ganz wenig Zuschauer, weiß auch nicht warum. Naja. Macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Den Segen der Nacht und tschüss. Ciao, ciao. Ciao.